So, dann nehmen wir das Ganze auch wieder für YouTube logischerweise auf und gucken wir mal. Nimm was mit Trefferwerten und du merkst doch immer mit Verfehlen. Ja, genau. Trefferwert. Ich habe mir erst. Ich kann jetzt nicht sagen, was ich rausnehme, weil der ein oder andere aus der Gilde wahrscheinlich auch zugucken könnte. Ehre dem König. Wobei eigentlich ist es völlig Wumpe. Aber gut, egal. So, das hier kann weg, das hier kann weg, das hier kann weg. Wir machen uns schnell die Taschen nochmal leer. Schnell reparieren nochmal. So, übrigens episches Fliegen ein mittlerweile. Ja, das sieht man jetzt hier leider nicht, aber hier ist der Greif. Hallo? Mögen die Reisen sicher sein. Könnt ihr mich noch porten, bitte? Die Prio-Liste hat mich rausgebracht. Danke. Kroatien in Schottland angucken. Ja. Morgens Stream fällt übrigens dann höchstwahrscheinlich aus, weil morgen spielt auch Deutschland. So. Okay, ich hab's soweit. So, wir geben jetzt noch die Quest ab. Ich habe nämlich die Kara Pre-Quest ja fertig, das violette Auge. Ich schicke euch, um einen Bericht abzuliefern und ihr kommt mit einem Schlüssel zurück. Es muss mehr an euch sein, als man mit bloßem Auge erkennen kann, Guybrush. Jetzt, da wir, oder besser ihr, einen Weg zurück in Medivhs Turm gefunden habt, müssen wir die erste herausfinden, wie die Situation im Inneren aussieht. Eine unserer Agentinnen hat es geschafft, sich in Karasan einzuschleusen und hielt ihre Beobachtungen in verschlüsselten Aufzeichnungen fest. Unglücklicherweise wurden wir über ihren Tod informiert, kurz bevor Karasan geschlossen wurde. Corin, der Schmied von Karasan, wird von uns bezahlt. Auch wenn er kein Mitglied des violetten Auges ist, wird er uns sicher helfen können, Kianas Aufzeichnung zu finden. Sucht ihn innerhalb von Karasan. Siehe den Ehrenfreund. So. Wir haben ein Schlüsselchen und damit können wir rein in die Zahn. Heute geht's super. Heute, ja, der Tag war anstrengend, weil die Telekom bei uns das Internet ausgeknipst hat um 16 Uhr in der Firma. So. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Was kriege ich hier? Oh, danke. Danke. So. Und jetzt muss ich auch aufpassen, weil das erste Mal in der Instanz. Und genießt es, ich werde es auch genießen. Ach, guck mal, da steht schon der Pförtner. So, Taktiken kenne ich. Ich habe es früher auch schon ein paar Mal gespielt. Allerdings nie als Tank, muss man dazu sagen. Als Magier und als Priester habe ich hier gespielt. Als Heiler. So. So, wir haben jetzt ein Wächter-Elixier und haben ein Kampf-Elixier drin. Das hier zählt, glaube ich, auch als Kampf-Elixier, genau. Oh, das ist ein höherer. Ein neues Mokko, was ich mir zusammengebastelt habe. Ah, okay, die stürmen an und vieren. Aber man kriegt die Akku wieder. So, und sonst müsste es eigentlich ganz gut passen. Mein Equipment ist jetzt nicht das Schlechteste, auch mit T3 halt noch verstärkt. So, ich habe Totenkopf. So, erst ein bisschen reinkommen, aber dann passt das. Ich glaube, kliefen können die nicht. So. Ich glaube, Arco-technisch läuft es ganz gut eigentlich. So, da kommen die Putt. Okay.
Oh, ich lebe jetzt schon mein neues Makro, was mir zusammengebastelt habe mit den Dingern. Ist noch nicht final fertig, aber es ist ganz cool. Weil ich habe jetzt die Blutwässer im Auge, habe meinen Schildblock im Auge, habe meine Rache im Auge. Und Rüstungsreis spammst du eh dauerhaft durch und sonst haust dann noch ein bisschen auf heldenhafter Schlag mit ein, heldenhafter Stoß mit ein. Aber passt, glaube ich. So, da ist schon der erste Boss, Atumen. Also Mitnacht haben wir hier. Oh, da geht eh. Nimm ich X. So, falls Totenkopf doch wieder sich entscheiden sollte zu kommen, der guckt aber nur komisch, wäre ich auch dafür noch bereit. Also mittlerweile, ich muss sagen, es tankt sich halt echt mega einfach in DBC. Also tatsächlich, ich muss sagen, auch 5 Targets kriege ich, wenn jetzt nicht sofort AOE gemacht wird und ich zumindest ganz kurz Zeit habe, kriege ich eigentlich getankt. Und das ist als Krieger schon eine Nummer. Akkutechnisch passt. So, der Nachtwächter. Es gibt auch ein paar freundliche Charaktere. So, park mal erstmal hier. Kapiert. Oh ja, ein Befehlsruf. So, genau, wir haben 2 Battle-Retzes, aber nur einen, der offiziell heilen kann, hochheben kann, die Leute. Es war ein Unchargen, was gerade schief lief. So, es hat übrigens heute endlich geregnet und es hat 21 Grad, das ist besser als 35 Grad und ich bin extremst glücklich damit. Meine Taste verzögert ein bisschen. Sehr strange. So, ich muss noch ein bisschen an die Anzeige gewöhnen, dass hier unten werde ich auch nochmal ausdüngen, aber sonst glaube ich ganz cool, was mir da zusammen gebastelt habe in letzter Zeit. Ach, da ist noch ein. Nicht so viel gut kriege ich, glaube ich, da nicht zusammen. Nee, aber reicht. Ja, man, das Tank ein bisschen schwer, also gerade im Raid habe ich es mir noch ein bisschen schwerer vorgestellt, wenn 10 Leute draufhauen, aber es ist eigentlich tatsächlich nicht schwer. Klar, volle Wut hilft natürlich, wenn man hat. Aber allgemein, man kriegt recht viel Wut. Also im Gegensatz zu früher, wo du echt um Wut kämpfen musstest, damit du dann eine Wut kriegst, ist es hier tatsächlich eigentlich ganz easy. So, ich bin für Befehlsruf zuständig in meiner Gruppe. Das kriegen wir auch hin. Das sind nochmal 1000 Leben mehr, die wir dadurch kriegen. Also kommen auch auf 13,7k, da geht noch ein bisschen mehr. Ich habe noch nicht das beste Equipment, aber es passt schon. So, jetzt kommen 4, jetzt wird es spaßig. Also 2 kriege ich getankt. Was soll ich nehmen?
So, hab beide. Naja, ein bisschen auseinanderziehen am Anfang ist ein bisschen schwer, ja? Befehlsruf? Mach ich doch schon. Sollte man haben. So. Ah, das sind's. Jetzt sind's noch mehr. Es werden mehr. Ein Pferdchen hast du noch vergessen. Jo, hinter dem Totenkopf. Das andere Pferd. Ich bin gestunt. Da ist er. Vom Mond brauchen wir. Das haben wir. Vielleicht haben wir mal die beiden Strauß genommen mit. Funktioniert. Einfach die Targets eigentlich nehmen, die ungetankt sind. Ist am Anfang ein bisschen schwierig, sich sein Target da rauszufischen tatsächlich, aber ja, ist noch ein bisschen Übungssache. Ich bin jetzt immer nur allein unterwegs gewesen in 5er Instanz, da muss ich mich mit keinem anderen, mit keiner anderen die Targets teilen. Es ist eine andere Spielweise, wenn man sich die Targets tatsächlich teilen muss. Das ist so. So, und erster Boss. Sehr schön. So, erst kommt Mitternacht, danach ab 95% kommt Atomen. Jo. Gib mir eine Erklärung. Achso, der ist neutral, da kann man rein. Also man darf ihn nur nicht anhitten. Ist sicher. So, ich habe Mond, ich habe Totenkopf. Eigentlich immer das, was nicht getränkt ist. Da ist noch Ding, den habe ich wieder. Halt, ein bisschen schief. Heute Raid, sonst noch immer Mittwoch. Skui, ausnahmsweise heute. So, Boss.
Okay, soll ich ihn dann rausspotten und nach vorne ziehen, oder? Ah, okay. Ah, Bauernopfer kann ich. So, dann gucken wir mal. Hier kann übrigens das Mount kann droppen. Das hier, mit nach kann droppen. Mit einer 0,1%igen Chance oder sowas. Ich hab ihn auf dem Schurken, habe ich ihn. Ja, ist released. So. Dann mal los, würde ich sagen. So, ich tank Atomen übrigens, wenn er kommt. Oh. Liandella hat sich gerade verabschiedet. So, ja, heute Kara, weil ein Tank abgesprungen ist, bin ich eingesprungen dafür und deswegen können wir die ID noch mitnehmen von Kara sogar. Eine ID früher, wie ich gedacht habe und ja, läuft, glaube ich. Wir sollten clear durchkommen. So, gucken wir mal. So, übrigens, da es nur zwei Gruppen sind, kann ich mir diesmal die kompletten Gruppen einblenden, ohne dass es stört. Auch schön. Ich auch das hier einfach noch ein kleines bisschen nach unten. Dann hier wieder fixieren. Dann zeige ich auch alles im Überblick. Ich glaube, für euch ist es auch noch halbwegs okay. So, dann geht's los. So. Bei 95% kommt Atomen, den schnapp ich mir dann. Ich mag meine neue Anzeige. Ich muss sie noch ein bisschen verfeinern, aber die Anzeige ist echt cool. So, 84%. Ich habe 50k Akku auf dem Boss. Auch schön. Ein Rüstungszerreißen baue ich mir hier noch nebendran, glaube ich. Mit den Stacks. Dann bin ich glücklich. Bei Tell Me Event. Da kriegen wir auch noch hin. Komm mit Nacht. Lass uns dieses Gesindel auseinander treiben. Eine weitere Trophäe für meine Sammlung. Au. So, ich bin jetzt das Bauernopfer und werde angestürmt. Also ich stehe hier einfach tatsächlich nur. Ich kann ein bisschen Armbrust üben. Hier, Armbrustschießen üben. Chillig, aber es tut weh. Ich stehe ein bisschen drauf. Nicht wundern. Au. Okay, der hittet mich mit 2300, das geht noch. Bei 13k live. Das ist echt nicht viel. Ich weiß nicht, wie es in Stoffi geht. Gut, ich habe viel Rüstung. Ich glaube, Stoffi kriegt 4.000, 5.000 wahrscheinlich ab. Es wird viel durch die Rüstung absorbiert, aber geht eigentlich. Das ist so ein Viertel meines Lebens, den wir abziehen, wenn er mich anhittet. Ja, das ist mein einziger Job und wir haben jetzt hier Armbrustgrad 372 erreicht. 327 haben wir gerade erreicht, immerhin. 328, es geht vorwärts. Ich kriege meinen Armbrust noch hochgeskillt, so wie es aussieht. Gar nicht schlecht. Gut, dass ich genug Pfeile dabei habe.
stoßen aber an, wenn ich 70 in-game bin. Skui auf jeden. Auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal. Ich habe nicht das Pferd auf Prio 1 gesetzt. Vielleicht war es ein Fehler. Vielleicht war es wirklich ein Fehler. Wenn das Pferd ist top, würde ich mich in den Arsch beißen. Weil ich habe eigentlich keinerlei Prio-Item, weil ich brauche alle Items aus Kara noch. Also ich habe ja nichts. Deswegen ist Prio ist völlig sinnfrei, zumindest jetzt bei mir. Ich wusste auch gar nicht, was ich nehmen soll. So, 8% noch. Eigentlich ist der Kampf mega easy. So, 329 Armbrust und ich kriege meine Armbrust schön hochgeskillt. Und wir sind freundlich bei dem violetten Auge geworden. So, was ist drin? Okay, es ist kein Reit hier drin. Zauber und Zaubertreffer. Leider nichts für mich jetzt drin. Heroldbänder sind drin. Und Handlappen des Gedankenflusses. Und ein Ingenieursbauplan. Zielfernrohr. Ah, okay. Und 4 Gold haben wir auch noch bekommen. So, habe übrigens auch neue Items. Hier beispielsweise die hier. Und das hier und das hier. Nicht wundern, das sieht man alles in den Let's Play bei YouTube dann. Und wir haben unseren ersten Hero-Schlüssel. Schlüssel der Zeit. Wir können heroisch Instanz die erste gehen. Kommt auch bald. So, hier kann man... Hier kann man hoch. Hier oben sind jetzt mehrere Gegner. Das kenne ich noch. Ich war hier übrigens, ich war tatsächlich in Karasan, war ich Raid Lead damals. So, und hier sind jetzt viele kleine Gegner, das sind allerdings Non-Elite, sind aber auch Elite-Gegner. Hier sind beispielsweise auch Elite drunter gemischt. Die Non-Elite kannst du eigentlich einfach wegbomben. So, und jetzt kommt als nächstes Monroe. Danach kommt, glaube ich, die Might und danach kommt das geilste Event, was ich finde, ist tatsächlich das Theater-Event. Das mag ich, das hat mir sehr gefallen damals. So, ich hoffe auch im Stream funktioniert alles. Wie gesagt, für YouTube nehme ich das Ganze auch auf. Für YouTube machen wir... Nehmen wir das komplett für YouTube auf? Eigentlich kann ich einzelne Folgen bei YouTube machen. Gute Frage, nächste Frage. Müssen wir mal gucken. Zusätzlich ist es endlich geregnet und es ist endlich wieder ein bisschen kälter geworden. Ich freue mich sehr. Achso, ich habe übrigens einen Befehlsruf, muss ich mir auch noch zusammen basteln. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, dass ich heute Befehlsruf machen muss. Vielleicht kriegen wir das noch hin sogar. Während hier der Loot verteilt wird. So, Befehlsruf. Befehlsruf. Dup. 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 Und dup. Ah, das war falsch. EMW. Wieso geht das nicht? Ah. Oder? Nee. Ah, vielleicht nur im Kampf. Ach, keine Ahnung. Wenn nicht, dann ist es egal. So, da hinten ist ein Elite. Da ist... Ah, die Elite werden schon durchmarkiert. So, Heroldbänder will gar keiner oder braucht keiner. So, wir ziehen hier runter. Die einzelnen werden rausgenommen von uns. Die Patrouillen. Da wäre noch eine Patrouille. Weiß gar nicht, ist noch was frei? Achso, ich kann gar nicht markieren. Ich liebe die Musik von Kara. Kara ist eine wirklich, wirklich, wirklich coole Instanz. Eine sehr schön gestaltete Instanz vor allem auch. Da ist jetzt gar keiner dabei.
okay, da hilft tatsächlich eigentlich nur Rüstung zu reißen. Aber die sind durch AOE normalerweise mit Slow-Effekten belegen und AOE und fertig. Also die, hier ist tatsächlich, die sind eigentlich... Normalerweise stirbt da keiner, wenn man ein bisschen Slow-Effekte benutzt. Eigentlich easy going, das Ganze. Also Slow-Effekt drauf, fertig. So, man kann sogar die Elite einzeln pullen. Also da die Elite hier die ganze Zeit durch die Gegend marschieren, kann man das, wenn man das geschickt anstellt, immer die Gruppen einzeln ziehen, ohne dass eine Elite überhaupt dabei wäre. Aber sonst machst du hier echt halt nicht viel. So, ich kann hier noch einen spotten. Ja, die mit Feuer sind vielleicht ein bisschen unangenehmer. So, da oben ist noch einer. Ja komm, hau die doch um. So, noch eine Elite und das war's. Gott, hier ist 2 Millionen Items drin. Ich will so schnell wie möglich Car raiden. Dann go, go, go. Aber übertreib's nicht, es muss immer noch Spaß machen. So, da ist einer, da ist auch noch ein Skelett, das gerade kommt. Und Mond, aber 3 wären auch machbar. Sind jetzt nicht so kompliziert. Okay. Alliandelle, ich baue ein bisschen Wut auf. Okay. So. Alliandelle leitet übrigens auch den Raid hier. So, ich mache schon mal meinen Wutbalken voll. Guck mal, die hier können wir gleich mitnehmen. Einmal verfehlt. Können die eigentlich was? Ich glaube nicht. Nicht, dass jetzt irgendein AOE-Effekt in die Gruppe macht, aber ich glaube eher nicht. Sonst würde ich sie noch mal ein bisschen wegziehen können, aber müsste eigentlich passen. Denke ich mal. So, sonst ist die Instanz, also bis jetzt zumindest auch die Boss und so weiter, ist nicht wirklich mega schwer. Also nicht mega krass schwer zumindest, kann man sagen. So, da kommt jetzt ein Dings mit. Da hat die Adele. Dann ich mit AOE rein. Oh, da ist noch eine Elite. Da sind noch 3 Elite. So, ich habe jetzt gerade mal den hier, den hier, den hier. Ja, eigentlich haben wir alle. So, alle tot eigentlich. So, da ist die Andelle dran. Ja. Oh, 10 Stoffschultern. Primalmeter zulegen. Die Leute interessiert bestimmt auch, wie viel Schaden zugemacht wird. Ah, wuh. Hallöchen, schaust du auch zu. Hier. Damage Meter meinst du? Kann ich einblenden tatsächlich, aber ich würde es irgendwann die Seite hinblenden, weil es ist halt als Tank, für mich ist das, ist diese Information völlig irrelevant. So, da ist auch nochmal einer. Hier AOE reinzupreschen ist allerdings etwas unkomfortabler. Da ist noch einer. Okay, da haben wir die Akku wieder. Jetzt habe ich die Akku. Na, da müsste man kurz antanken lassen. Das ist zu viel. Also. Okay, da unten ist Dings drauf. 2 sind es nur noch. Es ist halt sehr unübersichtlich, vor allem, wenn die nicht markiert sind. So, hier sind wieder kein... Also es gibt Elite-Gruppen, es gibt Non-Elite-Gruppen. Das war halt gerade wieder eine Elite-Gruppe, die ist ein bisschen komplizierter. Ich glaube, die hier außen sind die Non-Elite, die in der Mitte sind Elite-Gruppen.
Wu, werde drüber nachdenken. Aber muss halt echt sagen, auch Gruppentanken jetzt, wenn man dementsprechend die Targets um das eine Rüstung zu reißen drauf, hast du dann normalerweise die Akku ganz gut. Also Tanken wurde, finde ich zumindest in DBC eigentlich einfacher, wie es jetzt in Classic war. In Classic war es schwerer, fand ich. Klar, bei so einer Masse jetzt beispielsweise, wenn AOE reingemacht wird, bist du nach wie vor als Krieger vor allem halt chancenlos, weil du einfach nichts hast, außer deinen einmaligen Spottruf. Aber sonst hast du halt nichts, wo du die Gegner großartig binden kannst. Du hast ein bisschen Donnerknelle machen kannst, der macht nicht viel Akro. Das einzige ist Rüstungsreißen und Tabulator. Das hier ist eine Non-Elite-Tante. Dynamit werfen. Das ist auch keine feine Lady. Nur gemeint und uns. Wenn einer abhaut. Ja. Jeder soll ja spielen, wir mal. Nee, wurde tatsächlich auch schon öfters gefordert, dass ich mal Damage mit einblende, was wir denn überhaupt für Damage fahren. Auch die. Dann geht es allerdings wieder darum, dann. Der eine will dann, okay, wie viel Heilung wird gemacht, wie viel Damage wird gemacht. Dann will der eine die Top 5 haben. Einer will bei jeder Gruppe den Damage angezeigt kriegen am besten. Und so weiter und so fort. Das ist halt da ein bisschen schwerer. So, da, die werden jetzt ausgebrochen. So, großartig, kannst halt nichts hier anderes machen. Ja, als Frühlaster ist es noch ein bisschen leichter. Da bist du ein bisschen besser unterwegs, was das angeht noch. Aber da nicht mal ein Rüstungszerreißen oder zwei Rüstungszerreißen, um an die Akro ansatzweise ranzukommen. Also ist schon schwierig. Ja. Jo. So, die da hinten noch. So, was haben wir hier? Das ist Elite, das ist wieder Non-Elite. Nehmen wir auch gleich mit. Das ist, glaube ich, auch Non-Elite. Das ist auch Non-Elite. Gott, ein Messerwerfer auch noch, oder was? Na komm. Komm her! Ja, dann nehmen wir alle mit. Hi. Aber das Schöne ist, wenn es mal ein, zwei Rüstungsreis auf Gegner drauf hast, dann klau dir echt selten einen in die Aggro. Also dann muss man schon ordentlich zulangen. Und das mit noch nicht mal guten Gear. Viel Trash, ja. Aber das wird auch wieder weniger. Also du hast Bosse, das sehr viel Trash. Das hier ist tatsächlich jetzt der Haupt-Trash-Raum mit. Oben hast du dann auch nochmal ein bisschen was hier oben. Es wird dann eigentlich gegen Ende wird es echt weniger Trash, den man dann auch hat. Dann sind es nur noch einzelne kleine Elite-Gegner, die man hat. Nicht mehr so viele. Ja, das sind ja auch Non-Elite. Also eigentlich so Kanonenfutter-Trash eigentlich auch. Und das wird dann oben rum wieder ein bisschen weniger. Das ging schon wieder. Hinten steht noch einer, oder? Den ganz billigen Plätzen. Also es wird auch wieder weniger, aber es ist halt echt viel Trash, aber hier kann man auch eigentlich, also wenn das Equipment dann später irgendwann mal stimmt, kannst hier einfach hingehen, kannst dann sagen, okay, ja, wir pullen einfach mal den halben Raum und bomben einfach den halben Raum weg, weil man es dann dementsprechend auch kann. Das ist jetzt nur am Anfang so, wir müssen in die Instanz uns erstmal reinfinden. Ich bin jetzt auch zum ersten Mal in Karasan seit DBC draußen, ist klar, ich kenne es von früher, aber es ist jetzt das erste Mal, dass ich auch hier drin bin. Wir haben auch noch andere Leute, die das zum ersten Mal dann hier spielen. Und das muss man sich erstmal angucken. Aber du weißt, kannst du echt den halben Raum auch pullen. Durch Slow-Effekte, die Elite muss ein bisschen rausziehen. Bei den Elite-Gruppen muss auch ein bisschen aufpassen. Aber sonst kannst du echt den halben Raum einfach weg AOEen. Weil die haben auch nicht viel Life, die Viecher. Also es geht dann schon um bedeutend schneller auch, aber es ist schon viel. Aber ich finde, die Instanz ist halt wirklich schön gemacht, muss man sagen. Also, man kriegt hier was geboten fürs Auge vor allem. Also, da haben sie sich auch mal wirklich richtig, richtig Mühe gegeben. Da gibt es andere Instanzen, die sind nicht mal ansatzweise so schön gestaltet wie die hier. Mal irgendwie hier noch rausnehmen, was geht.
So. Da sind auch noch ein paar Wachen. Und hier hinten ist dann schon der nächste Boss, Monrose. Ist ein Schurke, der immer wieder verschwindet. Und die Gegner hier vor ihm, die wechseln immer. Also das ist immer eine verschiedene Konstellation an Gegnern, die man hat. Das heißt, ab und zu ist da mal, sind mal zwei Priester beispielsweise dabei, beziehungsweise eben ein Paladin und ein... Was ist denn noch? Ein Paladin und ein Schamane, glaube ich nicht. Paladin und... Nee, Paladin und Priester kann dabei sein beispielsweise. Da muss man ein bisschen unterbrechen, Trash immer zuerst hauen. Aber sonst, ja. Easy. So, da kommt wieder ein Elite-Gegner. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass die Elite-Gegner dann auch... die ja patrouillieren, dass die ja nicht irgendwie hinten in die Gruppe reinlatschen und der Tank das irgendwie nicht sieht und dann die halbe Gruppe auseinander nimmt. So, aber wir haben jetzt noch, da ist schon leer, eine Gruppe noch, den Rand hier noch, da läuft noch ein Skelett entlang. Und ja. Aber es ist schön gemacht hier auch, es ist vor allem, das ist mal eine Instanz, die sehr liebevoll gestaltet ist. Aliandella hat schon. Märchenfürst. Wir diskriminieren keine Bärchen. Dass Aran sehr lästig war. Aran, ja, was heißt sehr lästig? Ist eine spezielle, eine, sagen wir mal, eine andere, oh, der Spott im Mund. Eine andere Spielweise. Ja, schon. Sehr fix unser Bärchen auf jeden Fall. So, danach haben wir jetzt nur noch den Boss und dann geht's schon weiter. Oben als nächstes müsste dann die Maid kommen und danach das Theater wenden. Das Theater wenden ist auch sehr cool. Ich bräuchte allerdings einen Heal. Das ist noch einer, oder? Nee. Nur das sind die drei nur. So zerlegen. Ja, ach so, stimmt. Ja, die waren sportimmun. Dadurch, dass ich draufgegangen bin, schwierig. Einen Akku zu kriegen. Auf jeden Fall. Ah, stimmt, ja, reinlaufen. So. Der Friedhof ist nämlich hier gleich ums Eck. Der Friedhof ist gleich ums Eck. Also man muss nur einmal um Kara rum. Weiß gar nicht, ist die Seite schneller oder die andere? Egal. Und dann ist man wieder drin. Kenne ich auch noch. Friedhof. Beste Kundschaft damals. Und mittlerweile spielt man ja auch wirklich besser wie früher, muss man auch sagen. Also gerade Classic und so weiter, das ist schon eine andere Spielweise, die man da hat. In DBC logischerweise dann auch. Allerdings, mir gefällt es, dass man jetzt wieder auch als Tank dann dementsprechend zur Urform zurückgehen kann. So. Bin mal gespannt. Normalerweise Trash zuerst, danach Monroe. Monroe wird immer wieder verschwinden. Da muss man ein bisschen gegenheilen. Er ist dann, achten auch, das Beschissene ist, er hat Akku-Reset. Ein Bus. So. Genau, die Frauen immer zuerst, also das und das. Achso, und da das hier Geister sind, kann man die auch binden, unter anderem. So, ja. Wir hauen jetzt nochmal Buffzeug rein. Bisschen was habe ich mit, Gott sei Dank. So, hier wird gerade ein Tischlein decklich gemacht. Können wir uns eigentlich auch mal bedienen. Finde ich sehr cool. So, ich krieg die Ads. So.
Okay, also ich krieg X und Monroe. Teilweise. Okay, ich versuche. Zweiter in der Akro-Liste von Morose plus die Ads. Kriegen wir hin, glaube ich. Hoffe ich. Oh ja, das ist besser. So, hier drüben übrigens geiles Tankzeug. Glaube ich. Wir haben noch gar nicht in Atlas Loop geguckt. Irgendwas soll die ja droppen, glaube ich. Oder? Blau ist, blau wird geeisfalt, deswegen. Unangekündigte Besucher. Okay, so kann man es auch machen. So geht's auch. So, X hab ich. Haben wir einen 7K drauf, da brauchen wir noch ein bisschen was. So. Okay, ich bin zweiter in der Akkuliste von Morrow und hab X. Aufgabe erfüllt. Blau als nächstes. Nach wie vor 2 in Akro von Monroes. Passt. Oh, unbedingt nur ein Makro für Befehlsruf. So, ich kriege immer wieder eins ab, weil ich 2 in Akro bin. Ich hoffe, ich kann den Platz halten. Ist ein bisschen schwierig, tatsächlich jetzt als Full Brotty da dann hin dran zu bleiben, aber eigentlich, ja, es geht noch. Gibt schwerere Aufgaben, also 30k Akku, das passt erstmal. Ja, es geht. So, ich weiß gar nicht, aber ab und zu müsste ich ja noch eine draufkriegen von ihm, dadurch kriegen natürlich auch ein bisschen Wut dann wieder zusammen. So, jetzt wird es eigentlich ein bisschen dünner. Da war der Schlag gerade wieder, dann kann ich zumindest auch Rache auslösen. Ich glaube, ich spare mal die Wut für Schildblock und lasse Schildblock weg. Weil ich weiß nicht genau, wann er mich hittet. So. Wenn er verschwindet, taucht er in irgendeinem zufälligen wieder auf und macht da Erdrosseln drauf. Das muss dann gegengeheilt werden. Ein Magier beispielsweise könnte Eisblock machen, um da wieder rauszukommen. Guck, jetzt hat es mich erwischt beispielsweise. Erdrosseln, alle 3 Sekunden 1075 Schaden. Hält 5 Minuten lang an, da muss halt echt lange gegenheilen auch. Aber immer noch 2 deiner Akku. So, da habe ich wieder einen gewischt gekriegt. So, Mond umhauen. Easy. Also schwer ist anders, muss man sagen. So. Guck mal, was drin ist. Zauber, Zauber. Heute ist Zauberertag. It's magic. Okay, Brosche der unstabilen Zorns und Nessa-Splitter-Gurt. Hoffentlich hat das irgendeiner auf Prio. Nicht, dass es... Ich glaube, die ersten 2 Items wollte keiner wirklich haben, die gedroppt sind. Ja, schade, wenn man jetzt schon sagen würde, okay, Items brauchen wir nicht wirklich.
Zaubertrefferwertung, Zauber, magische Effekte, Schaden und Heilung. Ja. Pff. Eine Halskette. Ja, das soll irgendeiner mitnehmen, der ansatzweise damit brauchen kann. Sie ist kein Biss-Item, aber bevor man das sowas entzaubert, dann irgendwie ein bisschen. Vor allem, es ist halt immer sinnvoll, den Raid irgendwie zu verstärken. Und selbst wenn es nur ein, zwei Punkte sind, gibt es irgendjemand, der dadurch ein kleines bisschen besser wird. Ein kleines bisschen besser ist besser wie nichts. Würdest du mir helfen, wenn ich die Kara pre-mache? Skui, gerne. Ist allerdings nicht schwierig, weil du gehst ja eigentlich, du musst in die Instanzen hauptsächlich rein. Das ist, die ist ein bisschen zeitaufwendiger, weil du halt die Inis clearen musst dafür, aber an und für sich einfach. Und vor allem, du findest auch eigentlich sehr gut und schnell Gruppen. So. Und das zweite Item will auch keiner. Ich könnte ein bisschen Tankzeug droppen. Ich brauche noch. Ja, mir fehlt momentan noch. Ich bin bei 472 Def. Mir 490 bräuchte ich, um kritimmun zu sein. Also ein bisschen was fehlt leider noch. Aber ich bin am Arbeiten, am Aufbauen der Items erst. Dann kommt alles noch. Ich kann jetzt die erste Hero-Instanz endlich laufen. Dank die Hüter der Zeit habe ich jetzt auf respektvoll gebracht. Ja. Mühsam, mein Herz hier, das Eichhörnchen. Dafür konnte ich alles schön bei YouTube aufnehmen und konnte alles bei YouTube veröffentlichen. Und den einen oder anderen freut das wirklich sehr. Vielen Dank übrigens für die Kommentare. So, sind hier Elite dabei? Nee. Alles Non-Elite. Da auch. Da ist wieder eine Elite-Gruppe. Das hier ist aber Non-Elite. Also hier ist, das ist eine Elite-Gruppe, das andere ist Non-Elite. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das wäre, bei einer Elite-Gruppe dann einfach mal Herausforderungsruf zu ziehen. Kann sein, dass sie mich einfach dann umnieten oder dass es hilft. Ich glaube allerdings eher umnieten wäre wahrscheinlich der Fall. So, auch hier wieder Patrouillen. So, wir müssen jetzt nach rechts weg, rechts hinten. Hier hinten steht die Maid. Ist eine riesengroße Statue, Paladin ähnlich, mit Weiher am Boden und so weiter und so fort. Also das übliche Gedöns. Ja, ein bisschen mehr Wutaufbau hier. So, aber Rache. Oh, das ist sehr schön. Erstklasse Halter nehme ich gerne. Oh, danke. Schon zwei. Okay. Jetzt wird es ein bisschen spaßiger. Das war zu viel. Mit Spott? Was? Okay, krass. Hinten ist noch einer. Ja, das war Elite-Gruppe, da muss man echt ein bisschen. Da ist diese Contenance angesagt. So, ich habe zwei, da bin ich drauf. Da hinten ist noch niemand. Ja, da kriege ich die Akku nicht mehr. Halten wir lieber da die Akku, da habe ich die Akku. Ich glaube, ich habe drei gerade an mir kleben, oder zwei zumindest. Zwei oder drei. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ich zumindest überall die Akku, wo ich sie brauche. Hä? War das Gedanken übernehmen? Scheint. Die übernehmen auch noch Gegner. Also uns übernehmen die auch noch. Krass. Interessante Gruppen, auf jeden Fall. Aber bei den Elite muss man echt aufpassen. Also bei den Non-Elite kann man reinbomben. Bei den Elite, sagen wir so, wenn man uns 30 Sekunden Zeit gibt, zwei Tanks eigentlich kein Thema. Aber die 30 Sekunden braucht man. Definitiv. Ausgewichen. So, mein Tame-Event überarbeite ich nochmal, aber ich bin tatsächlich sehr zufrieden damit bis jetzt. Und auch wenn ich mal Akku habe, habe ich Wut ohne Ende, was auch ganz cool ist. So, halt, da läuft noch einer. Das ist Elite. Und dann geht es jetzt hier nach rechts rein. Hier ist auch nochmal Trash. Also es ist tatsächlich hier noch viel Trash. Es wird allerdings tatsächlich dann weniger nach hinten raus. Nicht viel weniger, aber ein bisschen weniger.
Man muss sagen, es gibt halt auch alles, es gibt zumindest jetzt alles Ruf, klar, Erfahrungspunkte kriegt man nicht, aber man kriegt auch Ruf. Also ich kriege ja pro Gegner, pro Elite-Gegner sind 16 Ruf beim violetten Auge. Also man geht 5, 6 Mal Kara und dann hat man es eigentlich auch schon. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, da. Okay, ich nehme den. Kann man mir noch irgendwie ein A geben, das ich markieren kann? Im Gang? Gut, von mir aus. Ich habe eigentlich gedacht, okay, wir ziehen nur ein bisschen raus, aber unsere Idee ist haben sehr eilig. Dann halt im Gang. Warum nicht? Brauchst du Schleifsteine? Ich habe noch welche. Gerne, Skull. Oh ja, die könnte ich übrigens mal verbrauchen. Guck mal, hier sind noch Hunde mit dabei. Da ist er. Wurden die gerufen? So, die hier sind übrigens eklig, wenn wir hier dann lang gehen Richtung Theater. Die sind eklig, Skelettpförtner. So, das hier sind wieder Elite. So, es wird leider doch etwas wärmer. Nehmen wir den hinteren. Ach, guck mal, da sind die kleinen Hunde. Die rufen die also, die kleinen Hunde. Okay. So, und auch trotz des Fehlpuls bei Monroe haben wir den auch geschafft. Also ist auch gar nicht so schwer. Man darf nur, die Räume hier kann man weglassen, die muss man tatsächlich nicht gehen. Wir müssen jetzt hier geradeaus hin, steht schon im Might. Da sieht man es schon ein kleines bisschen. So. Dann schnapp ich mir wieder Mond mit. Hä? Das Geile, das Schöne ist, dass es tatsächlich auch mittlerweile so ist, dass man mal einfach hier von der... Ich kann einfach mal das Target wechseln und muss nicht Angst haben, dass ich irgendwie... Was wollte ich jetzt? Genau, man kann einfach mal schön das Target zwischendrin wechseln, ohne dass es jetzt irgendwie großartig in ein Drama endet, dass ich die Akku verliere. Also tatsächlich, Akkuaufbau ist schon einfacher geworden. Hey, ich gucke, ob es meins. Nur noch zwei, oder? So, wir sind Verführung. Lange ist her. Bin verheiratet. Ich schick sie dir morgen. Danke, Skull. Oh, das können wir tatsächlich mal verbrauchen. Das nimmt alles nur Taschenplatz gerade weg. So, bin schon da. Hä? Ach so. Ich habe immer noch kein A. Ich kann immer noch nicht markieren.
So, und hier haben wir dann den nächsten Boss. Ist ein bisschen spezieller. Ich glaube, ich habe allerdings als Zweitank, glaube ich, gar nichts zu tun bei dem Boss. Wobei, nö, glaube ich ja nicht. Wieso die hier? Das sind zwei, oder? Ja, ich hab zwei. Haben da jetzt alle? Ja. War das fies Ding? Kleine Massenproduktion. Verdichtete Steine hätte ich auch noch 300-400 Stück da liegen, tatsächlich. Also wenn du da noch irgendwas brauchst, die kann ich dir gerne geben. Ah, hier ist ja noch eine. So. Ja, was? Ach so, irgendein Item. Okay, wollte ich gerade sagen. Was will er da hinten? So, das hier haben wir. So, da kommen auch wieder mehrere mit übrigens. Ja, die ist dann halt auch noch ein Schwein. Jetzt ging's. Irgendwie, ich hab eine komische Verzögerung drin. Ab und zu. Weiß gar nicht wieso. Da ist blau, da ist noch das. Ich glaube, dazu braucht man keine Steine mehr, oder? Nee, zumindest nicht ganz am Anfang, ja, aber eher weniger tatsächlich. Aber so ab 200, glaube ich, hat es dann schon aufgehört, dass man die braucht. Man kriegt ja 2 Millionen Blödsinn auferlegt. So, dann das Ganze nochmal. So, dann können wir, oder? Markte brauche ich genau die hier. Dann brauchen wir Totenkopf wieder. Alter. Dieses. Das habe ich schon in den Non-Hero-Instanzen gehasst, wie die Pest. Dass du halt einfach nur blöd dastehen musst, die ganze Zeit und zugucken musst, wie hier die Gegner da irgendwo drauf rumhauen. Durchgehend. So, das passt. Da haben wir auch. Also erzähle mir den Slow, also mit den Stun-Effekten, Akku-Reset und so weiter und so fort. Also ist schon ein bisschen, ist etwas anspruchsvoller als vorher auf jeden Fall. Ja, Scooby, nicht nur zum Verkaufen, wenn dann schon das du brauchst. Also verkaufen kann ich es auch selber.
ist das hier überhaupt? Verursacht Zauberschaden 50% verringert. Okay. Ah. Ein Random Item. Sehr schön. Und hat jemand in der Bissliste. Ja, GZ. So, nächster Boss. Die tugendhafte Maid. Achso, brauchen wir... Braucht der jetzt eigentlich irgendwas? Nee, oder? Nee, erst später. Okay, ja, Buße macht sie noch, was einen Stun, aber sobald man Schaden kriegt, ist das erledigt. Da sie aber eine Weihe vorne hinlegt, stellt man sich dann bei Buße in die Weihe, um da wieder rauszukommen. Denn Buße dauert sonst, glaube ich, recht lange. Gerade wenn es Heiler, also die Heiler müssen aufpassen. Ohne Heiler wäre es doof. So. Wir werden mal mit Akku aufbauen. Und dann. Ja, eigentlich ein einfacher Boss. Was soll ich denken? Okay. Dann los. Euer Verhalten wird nicht toleriert. So, mittig stellen.
Gott. Das Beste so. So, 37%, das switch nichts mehr, glaube ich. Eure Unreinheit muss geläutert werden. Musste der jetzt weiter nach hinten oder wo muss der hin? Kann ich doch, oder? Achso, okay. Also ich stand richtig, hat alles gepasst, ja, war das Problem, dass jetzt zu viel Schaden reinkam. Mit Heldentum oder sowas würden wir die allerdings ohne Probleme aus dem Leben raushauen. Lag jetzt tatsächlich daran, dass eben dieser Kettenblitz, den sie macht, dann zu viel Schaden gemacht hat. Weil die Leute zu nah zueinander gelaufen sind. War ein bisschen, war ein bisschen unglücklich. Aber sonst, jetzt liegt sie. Also hat gepasst soweit eigentlich alles. Was schon mal ganz schön ist. So, dann. Wieder hinlaufen. Also da der Friedhof tatsächlich gleich ums Eck ist, kann man hinlaufen. Man kann sich später auch teleportieren lassen von dem Pförtner vorne an der Treppe. Da wird man dann weiter teleportiert. Dazu müssen wir allerdings noch zwei Bosse, glaube ich, legen oder drei. Wo steht denn der? Ah, okay. Ja. So, next. Ja, Akku halte ich schon. Kein Thema. Anfang ist nur ein bisschen schwierig, wenn halt der erste Hit pariert wird. Was willst du machen? So. Gibt noch einen Zehenstein. Gibt noch einen Gesundheitsstein. So, wir haben allerdings noch. Dann, ja, nochmal das Ganze von vorne. Standen tat's auf jeden Fall gut. Okay, los geht's. Euer Verhalten wird nicht toleriert. Da, wenn sie den ersten schon pariert, ist scheiße. So wie gerade auch schon wieder. Die steht eigentlich ganz vernünftig. Gute Frau. Guck mal, ich habe 26k Vorsprung, also bitte.
Buße. Da war es tatsächlich kurz ein bisschen knapp, aber der Gesundheitsstein hat es schon gerichtet. Schildfall. Hebe ich mir gerne auf. Ja, die moved immer, die ist schwer zu moven, weil die so eine komische Hitrange hat. So, was haben wir hier? Zaubertrefferwertung und Streitkolben mit Zauberschaden. Zauberschaden, Zauberschaden. Es ist bis jetzt nur Zauberschaden gedroppt. Ich hoffe, das wird gegen Ende irgendwann mal besser. Bis jetzt ist echt nur Blödsinn gedroppt. Also nicht Blödsinn gedroppt, für mich Blödsinn gedroppt. Sagen wir es mal so. So, können gleich noch Gesundheitsstein mitnehmen. Aber es wird immerhin gebraucht, das Zeug. Sieht denn der aus? Okay. Hast du ein Hämmerchen? Haut mal gerne mal auf den Tisch. So, jetzt kommt ein bisschen ekliger Trash. Die hier, Dinger. Ich erinnere mich an die, dass die irgendwie ein bisschen beschissen waren. Ich glaube, die haben AOE-Effekt irgendwie. Haben die nicht Arcane-Explosion oder so ein Blödsinn gemacht? Ich erinnere mich an irgendeinem Scheiß mit denen da. So. Dann, komm mal, oder? Ja, okay. Ja, aufgrund des Eisgrabes gibt es einen Akku-Reset. Okay, deswegen sind sie so bescheuert. Ich wusste, dass die beschissen sind. Daran konnte ich mich noch erinnern. So, auf Beine Akku aufbauen geht halt nicht, wenn umgenugt wird. Also ist echt schwierig. Okay, da ist noch einer. Preis soll man eigentlich nicht haben, glaube ich. Hätte man gleich markieren können. Ich kann nur nicht. Oh ja, kritischer Schildschlag. Das schmeckt wiederum. So, jetzt zeige ich auf X auch ein bisschen was an Akku. So, jetzt machen wir X nochmal. Oh, oh. Nicht, dass ich X aber klaue. Genau so. Okay. Ja, er hat's wieder. So, die Putt kommt dann von hinten wieder. Okay, das hier ist jetzt die Theaterbühne, wo wir dann auf der Bühne spielen werden. Eins von drei unterschiedlichen Events, die dann immer kommen, die immer wieder random wechseln. Sehr, sehr geil gemacht. Also die Instanzgestaltung, da haben sie sich echt richtig was einfallen lassen. Also da Hut ab an der Instanz. Wenn sie alles so gemacht hätten wie die, wäre es mega geworden. Allerdings, was sie hier vorhatten, weiß ich nicht. Das ist noch so ein bisschen, hier fehlt irgendwie was.
So, wir bauen schon mal ein bisschen gut auf. Ich habe nichts mehr zu trinken. Kleine Pause wäre cool. Wir wollen ja auch nicht aufhalten. So, weiter geht's mit weiterem Trash. Das sind jetzt die spektralen Gaukler oder Schauspieler oder wie auch immer. Das wäre nie. Yay, ich habe ein A, ich kann markieren. Ich bin wichtig für diesen Raid. So, genau. Also wenn man sich hier reinstellt, wir können es mal ganz kurz machen, macht man mehr Schaden. Deswegen müssen die rausgezogen werden und die DDs können sich da dann dementsprechend reinstellen. Die explodieren am Ende, so wie es aussieht auch. So. Dann die beiden hier. So, Pat geht nicht so weit. Ne, hört da hinten auf. So, aus dem Licht raus. Ist raus. Gut. Gleiche Idee. Dass man sie schnell noch mitnimmt. bevor sie wieder wegrennen. Weil die läuft irgendwo dahin. Da hinten steht auch nochmal ein bisschen Trash rum. Aber man merkt jetzt schon, also jetzt Richtung Might, also von der Might zu dem Event hier beispielsweise, ist es schon ein bisschen weniger, wo wir an Trash haben. Also es nimmt ein bisschen ab, der ganze Trash. Aber ist schon viel in der Instanz. Aber sie ist auch sehr groß, die Instanz. Also die ist auch eigentlich nicht dafür gemacht, dass man es an einem Tag macht. Also da war Blizzard auch noch eher so dabei, dass sie sagen, okay, wir machen das an mehreren Tagen. Kann ich jetzt mittlerweile marken? Ah ja, jetzt geht's. Und MQ! Vielen herzlichen Dank für einen Prime-Sub. Danke, danke. So. Ja, und die explodieren, also die explodieren hier am Ende. Man könnte von denen nochmal weggehen. Das würde nochmal Schaden vermindern. Einiges stirbt dadurch keiner. So. Oben ist noch eine Putt. So, also es gibt jetzt drei verschiedene Möglichkeiten, was kommen kann. Einmal Romeo und Julia, dann der Zauberer von Earth und einmal die Rotkäppchen mit dem Wolf. Und mal schauen, was ist. Rotkäppchen ist, glaube ich, mit am einfachsten, finde ich. Wobei, dann darf jeder mal moven. Nimm mal so nett. MQ, danke. Also da zählt ja Zauberer von Ost mit der Hexe, wäre das komplizierteste, weil es so viel, viele sind, die man tanken muss. Aber eigentlich wüsste ich auch ganz einfach. Also, gibt Schlimmeres. So, wir können mal währenddessen, während hier erklärt wird, können wir eigentlich mal gucken, was da droppt. Also wir haben jetzt Möglichkeit, es gibt jetzt drei Loot-Tables, die kommen können. Also man weiß ja nicht, was kommt. Deswegen hier Items auf Prio zu setzen, ist schwierig übrigens. Helmchen wäre gar nicht... Ach, guck mal, an den hier teilen sie es immerhin. Das Helmchen wäre gar nicht schlecht.
Attacken schützen. Achso. Mit Ausdauer wäre cool. So. Ach geil, es gibt auch Tank-Targets. So, ich habe 18 Minuten, das reicht eigentlich. Hier wird schon gewettet, 10 Gold, was kommt. So, je nachdem kann es auch sein, dass das Event erst manuell nochmal gestartet werden muss, was hier kommt. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, kleiner Farmers, zu unserer heutigen Vorstellung. Heute erforschen wir die Tiefen der menschlichen Seele. Ein verirrtes, einsames Mädchen begleiten, das mit Hilfe ihrer treuen Gefährten den Weg nach Hause sucht. Sie wird jedoch verfolgt von einem gemeinen und bösartigen Weib. Wird sie es schaffen? Wird sie überleben? Nur die Zeit wird es zeigen. Und nun möge die Vorstellung beginnen. Also ich denke, das erste Target, wenn ich es richtig mitbekommen habe. So, übrigens, das Event bleibt für die ID immer gleich. Also wenn wir sterben sollten, wäre das Event trotzdem das gleiche. Oh Tito, wir müssen einfach einen Weg nach Hause finden. Der alte Zauberer ist unsere einzige Hoffnung. Strohmann? Brüller? Blechkopf? Wollt ihr? Warte! Donnerwetter, schaut! Wir haben Besucher! Hä? Wollt ihr? Komm, ich schaff euch den beiden Punkt hinter dem Rücken! Was soll ich denn hier doch mit euch sagen? Mir fällt einfach nichts ein. Ich könnte wirklich ein Herz brauchen. Kann ich Folgendes haben? Die ist gar nicht zu tanken. Die ist doch gar nicht zu tanken. Die castet eh random einen Mond mit. Lass nicht zu, dass sie uns wehtun, Tito. Nein, das wirst du nicht, oder? Die castet random. Das ist ja völlig wurscht, ob ich Dark war oder nicht. Aber. Na, Vorhang. Ah, der Hund kam noch. Weil die Totenkopf, die was. Also, die hat keine Akku-Liste. Die macht völlig random. Bin ich ein alter, rostiger Ei. Wer nimmt die Hexe? Okay. So, lass Hexe. Sie keine Fußmatte aus mir machen. So, jetzt kommt hier der Wirbelsturm, vor dem muss man weg. Ist alles vorbei. Und ja, die Hexe einfach ein bisschen noch umhauen. Aber die hat auch wenig Life. Ah!
das Wirbelsturm. Und das war's schon. Also das Event hier ist tatsächlich... Oh, der Helm ist drin. Ist tatsächlich hier eins der kompliziertesten Dinge. Latte, Verteidigungswendung 34. Vermächtnis. Danke. Geilo. Das ist nur die Frage. 21, 34 Def. Der ist jetzt schon besser wie meiner. Aber den können wir gleich anziehen. Auch ohne Sockel ist der schon eigentlich besser. Mir zerreißt es jetzt den Z-Bonus, oder? 4, 6, 7. Nein, nicht mal den Z-Bonus zerreißt es mir. Na, immerhin. So, ziehen wir gleich an. So, wir haben ja leider noch kein Def dazu gekriegt, aber ein bisschen was an anderen Werten. So, Ding ist auch tot. Das ist auch tot. Auch tot. Sehr schön. Hat sich doch schon gelohnt heute. Neues Helmchen haben wir gekriegt. Muss ich fast mal gucken, ob ich noch Materialien für Steine dabei habe, aber leider nicht. Wenn wir schnell irgendwas zusammenfriemeln können. Aber ich habe leider auch keine Sondierungs. Ne, ein Adamantit fehlt mir zum Sondieren. Weil es rein Glück wäre, wenn da was dabei wäre. So, das hier ist Non... Ah, ne, hier ist eine Elite dabei. Okay, war die einzige, die mitgekommen ist. Also zwei Non-Elite, eine Elite. Wollte es noch Licht ändern? Ich hab's noch aus nach wie vor. Es ist nach wie vor... Es hat endlich geregnet, es ist endlich kühler. Ich sterbe zumindest nicht komplett hier drin momentan. Aber es ist immer noch eklig. So, das hier sind auch wieder zwei Non-Elite. Oder mehr... Okay, es sind mehr als zwei Non-Elite. Es sind ein ganzer Haufen Non-Elite. Hier noch. Kannst du dir dann nach dem Raid die Steine schicken, denn ich mache ich dir morgen die Schleifsteine. Wenn ich dran denke, ist gut, ja. Allerdings, wir sind noch ein bisschen hier beschäftigt, also wir sind ein bisschen brauchen wir noch. Wir sind jetzt bei Hälfte kann man eigentlich, noch nicht ganz Hälfte der Instanz. Wobei, wir haben auch erst kurz vor 9. Aber ein bisschen was kommt noch. So, ist da irgendwas... Oh ne, ist nur eine Elite dabei, okay. Ich muss dann dringend den Helm wieder ausblenden. So, wenn es nur zwei Non-Elite sind, kann man auch schön Jaco halten. So, hier übrigens nochmal das Theater von oben. Also es ist echt schön gemacht, das Ganze. Auch hier mit der Deckenmalerei, allen drum und dran. Es sieht schon geil aus, die Instanz. So, da ist wieder ein Elite dabei und wieder zwei Non-Elite. Ja, zwei Non-Elite. Ja, Schildschlag ausgewichen. Oder ganz toll, wenn das passiert. Rache auch pariert, ja läuft. Immer das Gleiche. Ja, momentan fehlt es einfach nur ein bisschen an Equipment, aber man sieht, man kommt gut klar eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie völlig untergehen würde mit dem Equipment, was ich habe. Es ist schon noch okay für die Instanz auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht die Gefahr, dass ich bei jedem Gegner tot bin. So. Und jetzt sind wir praktisch im anderen Teil von Kara, wo es eher dann auch gegen Geister und so weiter geht. Also... Hier ändert sich das Setup so ein kleines bisschen. In Richtung Medivh dann auch dementsprechend. Oder halt
Medivh ist ja nicht da, aber wo er halt mal war. Seine Bibliothek und allen drum und dran. Kommt jetzt dann dementsprechend. Bin aber weg, hab morgen Schule. Skui! Dann wünsche ich dir viel Spaß morgen in der Schule und wenn ich dran denke, schicke ich dir noch die Steine. Aber es eilt auch jetzt nicht so sehr. Nächster Raid übrigens wäre vielleicht am Sonntag. Müssen wir mal gucken. Wie ich da dann dementsprechend mitkomme. So, das hier ist übrigens der Hintereingang von Kara, wo man dann dementsprechend auch rein kann. Also man kann auch von hier, also das, deswegen die Instanz ist wieder in zwei Teile geteilt. Hier ist der Hintereingang, wo man dann ja, letztendlich auch nochmal reingehen kann, die Instanz, wenn man es ja an zwei Tagen beispielsweise macht und nicht eben an einem Tag die Instanz erledigt. Dann kann man hier raus. So. Ah, guck mal hier, 1 Gold 80. Ja, am Tisch fest. Nightban werden wir nicht machen. Wenn, dann vielleicht ganz am Ende, aber wir werden Nightban erstmal auslassen. Nightban ist tatsächlich ein Boss. Der ist ein bisschen Übungssache. Also der ist tatsächlich, der gehört zur Kategorie schwer. Alles andere, was wir hier haben, ist eher Kategorie einfach. Aber Nightban ist tatsächlich Kategorie eher schwer, kann man sagen. So, haben wir den nächsten. Weiß gar nicht, ich glaube, da macht so eine Art Frostkegel nach vorne. Deswegen mal zur Seite drehen. Ja. Besser zur Seite drehen. So. Nach Möglichkeit aber nicht draufgehen bei sowas. Ganz kurz gucken, weil wir gerade die Zeit haben. Das violette Auge. Freundlich. Also wir werden definitiv noch wohlwollend beim violetten Auge, wenn wir hier durch sind, glaube ich. Was ist für Freitagabend geplant? Nochmal World of Warcraft, das letzte Mal erstmal. Tatsächlich. Für Freitag. Danach kommt erstmal wieder was anderes und ich hoffe, dass ich irgendwann mal ein Diablo Pen and Paper machen kann. Wo jetzt mittlerweile über 85 Stunden Arbeit drin stecken. Und würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Aber das wird nicht in zwei Wochen kommen, das wird in drei... Also das braucht noch ein bisschen Vorbereitung, das wird in drei Wochen kommen. Ich brauche, muss die anderen nochmal briefen. Allen drum und dran, aber... wird schon der nächste gepult. Und ja, mal gucken, was wir da spielen. Aber es wird wieder irgendwas sein, was Lustiges auf jeden Fall. Sind die Oh, die kann man sogar stunnen. Die sind nicht mal stun-immun. Also könnte man im Dauer-Stun halten. So, hier jetzt durch den zerstörten Bereich. Ja, man kann hier runterfallen und kann dabei draufgehen tatsächlich. Das funktioniert. Und ja, also auch hier ein bisschen Auswählen und so weiter. Kara ist echt richtig, richtig geil gestaltet, die Instanz. Also die anderen Raid-Instanzen gerade, ja, sie sind nicht so schön gestaltet wie Kara, finde ich. Ihr könnt euch auch dann irgendwann selbst ein Bild davon machen. Das Sonnenblumen-Bateau haben sie nochmal ordentlich einen aufgekackt. Das ist die letzte Instanz, die kommen wird. Aber sowas wie Dämmel von Illidan, ich habe es mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt tatsächlich. Die ist nicht schlecht, die Instanz, aber sie kommt an Kara nicht ran. So, hier sind jetzt zwei von diesen Wächtern. Hätten wir den überhaupt gebraucht, den rechten? Ich glaube, die wären beide gekommen.
Ja, der andere ist tot. X ist schneller tot wie Totenkopf. So. Die nächsten zwei. So, jetzt kommen diese Mana-Würmer plus die Geister. Aber die Mana-Würmer sind auch wieder... Doch, sind Elite 22k. Okay, das wird ein bisschen komplizierter tatsächlich. Aber die sind sehr langsam, die Kleinen. Ah, und machen Akku-Reset, wenn er sich teleportiert. Haben die eine AOE-Fähigkeit? Ich glaube nicht. Okay, ist tot. Die haben übrigens Mana-Schild, die Geister. Die haben wenig Leben, die haben allerdings Mana-Schild. Man muss das Mana-Schild runterhauen von denen. So. Also man sieht viel, viel Geballer. Cool. So, kommt da was? Wieder. Die Würmchen machen aber eh random Schaden. Kommen wir zumindest vor. So, hier wieder. Das mit dem Teleport ist ein bisschen nervig. Ah, nächster random Drop. Oh! Würde ich nehmen. Exzellent. 34, Verteidigungswert und 23 drauf. Ja, viel besser. So, wir sind bei 478. Viel fehlt nicht mehr. Zwei Items schon bekommen, ich bin glücklich für heute. Ja, wenn es läuft, läuft's. So, zwei Items. Ja, ich kann mich nicht beschweren. So, der Kurator ist der Boss hier, dementsprechend. Der lässt Ed spawnen, die muss man dann töten. Und dann muss man auch schauen, dass er sein Mana, er verliert dann Mana und so weiter und so fort. Man wird sehen. Also. Teleportiert sich random, kann das sein? Also irgendwo hin? Da stand doch gar keiner. Okay, ist auch tot, ist auch tot, ist auch tot. Da ist irgendwas loot-technisch schon wieder. Wir nehmen alles mit. Noch kann ich Gold gebrauchen.
Fliegen war teuer. So, zwei Stück noch. Dann der nächste Boss. Das hier ist, danach ist die Hälfte erreicht, mehr oder weniger. Okay, sind die alle tot. 1% noch. 10 noch. So. Ah. Hä? Hier, eins fehlt noch. So, einer noch. Und dann kommt der Kurator wieder hoch. Der patrouilliert hier relativ hoch. Ah, da kommt er gerade wieder. Muss man ein bisschen aufpassen. Ah. Der da oben, ja. So, hier sehen wir übrigens mal das Mana-Schild. Sobald das ganze Mana weg ist, der hat nur 1000 Leben, fällt da oben. Ohne Sport. Oh, Umschließkassette. Kann man die looten? So, da kommt er. Also es kommen Ads, die müssen umgehauen werden. Er geht dann irgendwann zu einer Art Schlafmodus, wo man dann mehr Schaden auf ihn macht, weil er hat ein bisschen mehr Leben. Aber passt. So. Die Menagerie ist 16k. Nur für Gäste. So, Funke. Die Vorschriften der Galerie werden mit Acht. Okay. Die Vorschriften der Galerie werden mit Acht. So, man sieht, er hat recht viel Leben, aber das sobald sein, sobald dann alle hier, ich glaube 11 von diesen Ads müssen sterben hier, von diesen astralen Flimmern. Sobald die alle Ads tot sind, geht er in diesen Modus, wo er dann sehr viel mehr Schaden frisst. Also wenn man da Heldentum zündet, ist er normalerweise tot. Weiß ich. Noch 10% Mana. Kurz
Ah, da macht sogar ich mehr Schaden. Leider als Full Tank etwas wenig, aber der wird das nicht, der wird das nicht großartig überleben. Also er hat so 7%. So. Und das war's. Und der ist auch weg. So, der droppt übrigens auch ein T-Teil. Und einen Stab. So. Handschuhe hatte ich nicht auf Brio. So, T-Handschuhe werden wir auch noch kriegen, also wir werden jetzt nicht das letzte Mal Kara gehen. Aber ich habe eh schon 2 Items. Ich bin sehr, sehr glücklich heute. 2 neue schöne Items. Viel Ausdauer drauf. Vor allem Verteidigungswertung jetzt 478. Ein bisschen was fehlt noch. Nicht mehr viel, aber ein bisschen was fehlt noch. Und vor allem, wir können halt auch noch sockeln unter anderem. Und ja. So. Vier ist noch besser. Furry94, Hallöchen. So. Kommt gerade. Den Effekt nach vorne haben die nicht. So. Muss man noch ein bisschen neue Makros schreiben, auf jeden Fall. Gerade für Raid-Situationen. Tell me, wenn noch ein bisschen umstellen. Aber sonst funktioniert eigentlich ganz gut. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass es am ersten Raid-Abend so gut läuft. Auch itemtechnisch. Rüstungsreisen 4-mal drauf, das hilft für Schaden. Steinfaust. Hat gar nichts. Okay. So, Arkanbeschützer. Schon im Staub liegen sehen. Ich hatte gerade 1% live, glaube ich. Holla, die Waldfee. So. Sehr strange. Also die kleinen Würmlinge sind magieimmun, also man kann da nur Melee-Schaden drauf machen. Wir haben allerdings sehr viele Melees dabei, von dem her ist es nicht das große Problem.
So, ist die Frage. Namorias! Member Finanzinak 6 Monate! Vielen, vielen Dank! Ich glaube gar nicht, da rette ich unter Namorias heute. Danke! Vielen Dank! Bei YouTube allerdings. So, da lü. Als nächstes geht es dann hier nach oben und wir arbeiten uns jetzt dann langsam hier durch die ja, Bibliothek mehr oder weniger. Hat läuft weiter. So, ich habe den einzigen, der hier gegen Magie anfällig ist. Wo ist der Zauberschaden? 300 erhöht. Erlindener Zauberschaden um 600 erhöht. Magie. Ah, 600 mehr Schaden ist ein Mord. Ein Pack kommt. So. So, wir skippen jetzt ein bisschen was für eine. Hierhin bräuchte man Quest-Item. Okay, da ist die. Okay, das sind drei. Das ist zu viel. Okay. Das war jetzt zu viel. Und noch eine. Das war zu viel. Ich bin mal ganz kurz AFK. Ich hol mal was zu trinken. So, da bin ich schon wieder. So, wir laufen jetzt alle rein. Das war ein bisschen viel. So, Hintereingang. Das heißt, da, wo wir vorhin die Tür gesehen haben, werden wir jetzt reingehen. Ich klebe mittlerweile mit meinem Arsch am Stuhl fest. Ganz toll, ganz toll bei der Hitze. Es ist doch wieder recht warm jetzt nach... Ja, 2 Stunden. Nach wie vor, es ist halt immer noch nicht kühl. Ich freue mich auf Winter tatsächlich. Da haben wir noch nicht mal August. So, wo ist man jetzt hier? Wohl mal bin ich noch nicht. So, wir geben schnell die Quest nur ab. Koran zieht euch unsicher an. Ich weiß nicht von diesem violetten Auge, vor dem ihr da redet. Ich bin ein Schmied, sonst nichts. So. Kenas Aufzeichnungen.
Da haben wir sie. Schlachtzug. Wen sucht ihr noch? Wen sucht ihr noch gleich? Kiana, ich habe einst jemanden mit diesem Namen getroffen. Sie wohnen in den oberen Gästezimmer. Das hätte ich nicht verraten dürfen, oder? Sagtet ihr... So. Wir gehen schnell reparieren, dann lese ich... Wobei, das geht auch schon. Wo? Sucht ihr was Bestimmtes? Ah. 9 Gold. Ging ja noch. So. Und Kara-Portal. Danke. Ja, Juliana, servus. So. Was führt euch hierher? Moment. Sagtet ihr, ihr hört zum violetten Auge? Nein, davon habe ich noch nie gehört. Ich muss jetzt zurück an die Arbeit, wenn es euch nichts ausmacht. Koran scheint euch schon vergessen zu haben. So. Ich bin ganz Ohr. Hallo? Machen wir jetzt nicht. So, wir gehen jetzt hinten rum rein. Ja, da hinten durch dieses Gebäude. Obwohl, man kann auch eigentlich durchlaufen. Man wird eh gleich wieder wahrscheinlich abgemountet, wenn man da hochgeht. Und man muss über so eine kleine schmale Brücke und kommt dann da rein. Ja, wird eh abgemountet. Gudi. So, da läuft man dann durch und jetzt können wir dann den einen Questteil haben wir schon eigentlich. Wir werden noch öfters in Kara gehen, also ich habe jetzt keine Panik, dass ich die Questreihe nicht fertig kriege. Die Questreihe kriegen wir definitiv noch fertig. Aber, ja, mal gucken. Vielleicht nächste Woche. Beim Schmied waren wir jetzt zumindest schon. So, läuft hier an der Seite hoch, hier dann über die Brücke, hier dann rein. Also das ist jetzt der Hintereingang der Instanz. So. Benötigt den Schlüssel, den Hammer. So, und jetzt müssen wir nochmal dahin laufen, wo wir dementsprechend gerade gestorben sind. So, die Wege sind ein bisschen weiter. Man hätte, glaube ich, auch... Hätte man nicht vorne reingehen können und wäre dann zum Kurator geportet worden? Kann auch sein, dass ich falsch liege. Ich glaube, man hätte auch vorne reingehen können. Wenn man zu weit ist. Der Pförtner portet nämlich einen, glaube ich, auch. Ich weiß nur nicht mehr, wohin. Oder, er portet, glaube ich, erst einen zu dem anderen, zu dem Magier. Wie heißt denn der? Ahrens Schemen. Da würde man, glaube ich, hingeportet durch den Pförtner. Kann auch sein, ich weiß es nicht mehr. Wir werden es rausfinden, wir werden es sehen. Wieso ist der Gnome mit seinen kurzen Beinen schneller wie ich? Wokong, danke fürs Member. Vielen herzlichen Dank. Auch 6 Monate, vielen, vielen Dank. Alles bei YouTube heute. Dabei streamen wir doch auf Twitch. So. Und da sind wir gerade gestorben hier beim Aufgang. Ein paar Bosse, also wie man sieht, es kommen jetzt noch ein paar Bosse. Wir sind jetzt hier gerade beim Kurator, sind wir fertig. Also die Bosse hier kommen jetzt alle noch. Schrecken der Nacht lassen wir aus, den muss man beschwören. Der ist allerdings tatsächlich, der ist schwierig. So. Dann das Ganze nochmal in schön. Und ich habe endlich was zu trinken.
Übrigens, Stream morgen entfällt aufgrund vom Deutschlandspiel. Mal abgesehen davon, dass wir heute schon Kara waren, das ist natürlich auch sehr schön ist. So, wir schmeißen uns das hier nochmal rein. So, und jetzt würde ich fast sagen, entweder, genau, ich hart mitspielen oder so umgehen, dass alle mitkommen und nicht auf Biegen und Brechen, sondern dann halt schön gespielt. So. Hoffentlich überlebe ich's. Vorne war es tatsächlich recht knapp. Also die hauen ordentlich zu mir. Das nicht zu unterschätzen. Wenn er denn trifft. Meistens trifft er leider. Ja, der haut für 4000. Ja, der haut für 4000 zu. Das ist schon eine ordentliche Nummer. 4000 ist auch bei 13k live, nicht wenig. Ah, okay. Wäre schlecht, wenn beide wiederkommen würden. Wobei zwei Tanks, das ist vielleicht noch machbar. Allerdings die Heilung ist schon recht intensiv, die wir hier haben. Gleich mal ausgewichen. Muss immer einfach ein bisschen mit Rüstungszerreiß aufpassen. Ich kann es nicht sofort spammen, weil ich sonst tatsächlich auch die Aggro habe. Ja, 7k mit reinem Rüstungszerreißen mache ich halt dann Aggro. Schon nicht wenig. Was natürlich auch ein schöner Vorteil ist. Ja, und man kann es sogar noch brechen. Dass er so feste zuschlägt. Zweite Part. So, und dann hauen wir da ein bisschen drauf rum auf den Guten. Patrouillen weg. Geben auch immer in 33 Ruf die Patrouillen. Und ein bisschen eh fast wohlwollend wahrscheinlich. Violett, ja gut, Hälfte immerhin. Und freundlich. Also wohlwollend tatsächlich, wenn wir durch sind, Hammers, glaube ich. So, die hier muss man noch ein bisschen aufpassen, dass man die nicht addet. Wurde nämlich vorhin komischerweise mit... Ja, das sind sie schon. Wurden mitgeaddet. Also die, je nachdem wie sie sich bewegen hier, ist ein bisschen schwieriger anscheinend, das Ganze. Wir sind übrigens Thunder Fury immun. So, hierhin wäre übrigens dann die hier irgendwo das Quest-Item, glaube ich, was man dann später noch braucht. Müsste da irgendwo in der Ecke liegen. So. Arkanbeschützer. Also man sieht, die Instanz ist auch schon recht groß. Deswegen ist sie ist für zwei Tage eigentlich angelegt. Aber klar, man kann es ohne Probleme bei einem Tag machen, wenn man gut durchkommt. Zauberschemen wird in regelmäßigen Abständen unsichtbar.
Ah, genau. Hier können, die kann man bannen und man kann die hier, die explodieren dementsprechend. Achso, er will beide. Ich habe extra gespottet, damit er nicht beide hat, aber wenn er beide behalten will. So, das ist ein Putt. Weiß gar nicht, hier kann man glaube ich pullen. So. Aber ich kriege halt die Akku einfach nicht. Ich glaube, wir müssen uns da insgesamt anders da absprechen. Wenn ich nicht gauen würde, wird es mit der Wut schwierig. So, okay, Mitte bleibt stehen und dann geht's außen rum. Hat hält aber auf der Hälfte des Raumes an. Großen zuerst. Ich will nicht marken. Jetzt kann ich marken. So. Aber dann erst den großen, aber jetzt noch wieder den kleinen zuerst. So. Hier, der ist eh. Da müsste man schon Archenbogen laufen. So, hier sind auch wieder welche, die verschwinden. Ja, man kann hier runterspringen. Stunt. Links beide. So, hier gibt es dann einen versteckten Gang irgendwo. Hier glaube ich noch nicht. Ein zweiter, glaube ich. Da hinten irgendwo gibt es dann einen versteckten Gang, wo dann ein Gegner auf uns war. Also hinter dem Bücherregal.
Ah, das ist der Unmarkierte. Reicht überhaupt Mond liegen? Ich glaube auf 4, oder? Ja, auf 4 liegt Mond. Müssen wir erstmal merken, wo ich Mond liegen habe. So. So. Gebraucht eine Chance, eure Rüstung und euer Magiewiderstand zu erhöhen, um wenn ihr im Gefecht getroffen werdet. Okay. So. Boss hat ein Ad, das immer zuerst umgehauen wird, das gibt 25% mehr Schaden auf dem Boss dann. Aber es kommt erst noch ein bisschen Trash. Kommst du mit der Akku echt nicht hinterher, wenn der das raufhauen. So, mal gucken, wer es sich nehmen. Der kommt übrigens immer wieder, der Wichtel. Oh, das dauert, wenn er tot ist. Und das hier ist der Boss. Danke. Hoffentlich denke ich dran. Okay, nimm's kleine Ad. Sollte recht einfach sein. Zwischendrin wird mal einer hier drin geopfert. Da muss man die Ketten umhauen, aber sonst kann der nicht viel. Weiß gar nicht, was droppt denn der Gute? Streitkolben. Nichts Sinnvolles, zumindest für mich. Aber eine Verzauberung. Seelenfrost. Sonnenfeuer. Oder Lee? Dann können wir, glaube ich. Ah, ihr kommt genau richtig. Die Rituale. Kommt ihr, Kreaturen der Dunkelheit. Folgt meinem Willen. So, die kleinen Ads, die werden weggebombt. Das sind Non-Elite, die da kommen. Jetzt ist der Miner gleich tot. Und wenn der jetzt tot ist, kriegt er 25% mehr Schaden. Jeglicher erlittener Schaden 25% erhöht. So, und hier in der Mitte kommen die Ketten. Und da müssen die Ketten umgehauen werden. Damit der in der Mitte nicht stirbt. So, aber der Kleine kommt immer wieder. So, drei... Wollte er denn nicht wieder da sein?
Da ist er. Waffen. So, 16% noch. Außen, ne? Gar nicht schlecht. So, Boss wieder. Zwischendurch kann man mal auf die kleinen Pets ein bisschen was machen. Und Rüstungsreisen auf den Boss so gut wie es geht dann oben halten. 1300, auch nicht schlecht. So, in 8 Minuten wäre Berserker, aber gut, 8 Minuten werden wir für den Kampf nicht mehr brauchen. Er heilt sich übrigens hoch, wenn hier einer mit den Ketten in der Mitte steht. Also das, was der abgezogen kriegt, kriegt er als Heilung wieder drauf. Da ist er. Klein ist wieder da. Und das müsste es dann eigentlich schon fast gewesen sein. Also der Boss ist jetzt bei wahrscheinlich 20%. Das ist ja das große Steinelementar, die Akku. So, ja, 30%. 10% daneben getippt. So, schnell Rüstungsreis wieder drauf. Okay. Mag gerne Ketten kann einen Eisblock nehmen, genauso wie Paladin, der sein Schild nehmen kann. Ja, das ist aber unschön. Ein Heiler muss nicht sein. So, wenn jetzt nochmal der Kleine kommt. Da ist er nochmal. Gerade noch mal gekommen. Hier direkt. Und das war's. Oh, Verteidigungswertung 24. 30 Ausdauer. Ja. Ja, also schlecht wäre nicht, aber ich habe schon ein bisschen was gekriegt. Gibt so Häsel. Okay, danke. Ausdauertechnisch geht es halt gewaltig nach oben. So, und Umgürtelung des Willens ist drin noch. Aber 3 Items, holla die Wallfee. Langsam wird es peinlich für mich auch, muss ich tatsächlich sagen. Voll abgeräumt hier. Aber es ist tatsächlich halt, also ich... Es geht halt schon gut vorwärts gerade, was Items angeht. Und auch, was dann dementsprechend mein... ja, insgesamt Ausdauer und alles andere angeht. Ich meine, ich habe jetzt kein SDK mit SDK. Holla die Waldfee, da komme ich aber auch auf 16k live auf jeden Fall. Aber wenn schön Totenkopf gefokust wird, ist auch 2-3 Ads kein Thema. Nur beim Bomben ist halt etwas schwierig. Aber sonst geht's tatsächlich. Also wenn da nicht reingebombt wird, kannst du 3-4 Ads kannst du gut halten. Zumindest wenn spät gebombt wird. Jetzt ist Pause, 15 Minuten bin ich noch da. Und wie steht's, Riker? Wenn, der muss auch sagen, wie es steht.
Und Riker, ich habe bereits 3 Items gekriegt. Es läuft. Ah, Aran lassen wir aus, okay. Ist ein, ja, etwas... Also er spielt sich anders, der Boss. Schwer würde ich jetzt nicht sagen, anders. Die guten alten Zeiten, ja! Ich freue mich auch wie ein Schneekönig. Hat er gerade bachiert, wenn ihr das richtig gesehen habt? Ah, Frostblitzsalbe. Ganz einfach. Guten Loot hier auf jeden Fall. Danke, danke. Also besser Loot geht fast gar nicht. Ich habe 3 Items bereits bekommen. Mittlerweile wird es peinlich. So ein bisschen. Aber danke. Schottland hat gerade den Ausgleich gegen Kroatien geschossen. 1-1. Nicht schlecht. Siegerflow, vielen herzlichen Dank fürs Follow. Dann auf die wirklich guten alten Zeiten. Vielen Dank. Willkommen. Heute ist mal mein erster Kara Raid heute. 3 Items läuft. Und ja, auch erst kurz 70 geworden. Und jetzt am Ausrüstung sammeln und so weiter und so fort. Und klar, Kara Items, besser geht's erstmal nicht. Außer Kuhl und Maki noch. Wo ich auch die Hoffnung habe, vielleicht da irgendwann dann in 1-2 Wochen da mal mitzukommen. Für den ersten sitze ich auf der Ersatzbank. Wenn da einer ausfällt, würde ich vielleicht nachrutschen machen. So. 71 Silber, die nehmen wir auch mit. Dann läuft es ja richtig gut. Jo, aber richtig, richtig gut. So, die hier werden immer wieder unsichtbar. Die sind ein bisschen beknackt zu markieren. Nur mal den hier noch. Als Mond-Target. War ich das schon? Ah ja. Und die Fnark-Range. Ist aber auch recht riesig. Da ist mein Totenkopf. Ich hoffe, ich stehe ansatzweise richtig. Man kann die Salben allerdings auch unterbrechen. Bei denen müsste eigentlich nur gekickt werden, glaube ich. Zeit. Sind die stunbar? Und okay, und sie sind stunbar. Bin auch überlegen, BC wieder einzusteigen. Dann wäre jetzt noch die richtige Zeit dafür. Also wenn du es dir überlegst, dann würde ich tatsächlich demnächst damit anfangen. Aber jetzt hast du gerade den wirklich guten Zeitpunkt, um einzusteigen. Also einen richtig, richtig guten Zeitpunkt. Reduzieren Stärke und Beweglichkeit. Ah, das hat ist eine Aura anscheinend, die sie ausstrahlen. Vorsichtsspot wahrscheinlich. So, 12 Stärkebeweglichkeit um 36. Okay, es geht maximal zu 50%.
Entwaffnen ist natürlich doof. Entwaffnen ist echt doof. So, kurz auslaufen lassen vielleicht. Reduziert halt die Akku, die man auch insgesamt macht. Unbewaffnete Fähigkeit eigentlich gerade 290 erreicht. Na, immerhin. So, wie viel sind es noch? Okay, 4 Stück noch. Die alle patrouillieren, also wir werden alle mitnehmen müssen. Den dann nehmen. Wobei der auch eine sehr... Also die haben eine recht große Akku-Rate, hat man gerade gesehen. Die ist nicht zu unterschätzen. Ich könnte mich auch einfach... Ich kann mal gucken, kann ich das ausrangen? Oh, das kann man nicht ausrangen. Okay, das geht wirklich sehr, sehr... Also... Oh, und Sportimmun sind es auch. Also es geht sehr, sehr weit. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich es irgendwie ausrangen, dass wir dementsprechend das nicht jedes Mal auslaufen lassen müssen. Aber geht anscheinend nicht. So, ist ausgelaufen. Ha, perfekt, ist genau ausgelaufen. Ja, entwaffne wieder. So. 2 Stück dann noch. Da war ich schneller. So, ich glaube, wir gehen dann erst so unten weiter. Es kommt jetzt noch ein Drachenboss. Wir haben noch ein Schach-Event vor uns. Also die Instanz ist echt, hat sehr viele Überraschungen. Und Endboss haben wir natürlich auch noch. Und Aran Schemen haben wir ausgelassen. So, aber man merkt, die Instanz ist ein bisschen größer. So. Ja, Drachenboss haben wir auch noch. Der ist allerdings auch ein bisschen spezieller. Das macht es ein bisschen komplizierter insgesamt, weil man muss 3 verschiedene Strahlen beim Drachenboss unterbrechen. Sonst macht er richtig, richtig viel Schaden und heizt sich unter anderem auch hoch. Und da muss man ein bisschen auf Zack sein, beziehungsweise eine gute Absprache haben. Und ja, mal gucken. Vielleicht noch am Ende, wenn noch Zeit irgendwie übrig wäre. Und wir haben jetzt schon 22 Uhr. Die Instanz zieht sich halt doch recht lange. So. Dann können wir... Schwert und wieder hochziehen musst, was? Waffen bist du denn begeistert, wenn du von Schwert auf Dolch... Ne, auf Dolch gehe ich nicht. Wenn, dann bleib auf Schwert. So, hierhin kann man, glaube ich, reparieren. Aber ich weiß gar nicht, mit meinem Ruf... Doch, auch mit meinem Ruf anscheinend. Wieso soll ich auf Dolch gehen? 92 Silber. Wir waren allerdings ja vorhin schon mal reparieren. So, Juwelierskunst können wir ja auch schon mal kaufen. Allerdings 365 wohlwollend. Schade und respektvoll. Fehlt noch ein bisschen was. So, haben wir irgendwelchen Mist, den wir loswerden können? T3 wollen wir nicht verkaufen, aber das hier und das hier beispielsweise. So, und jetzt kommt Schach-Event und danach der Endboss schon. Aber wir haben jetzt ein bisschen was übersprungen. So, ich nehme mal ein Pferdchen.
Also jetzt spielen wir erstmal Runde Schach. Ziel ist, dass der König stirbt, wie bei einem normalen Schachspiel. Es gibt zwei Heiler, die umgehauen werden müssen. Das sind die... Die hier. Die... Ork-Nekrolyten. Die müssen umgehauen werden, weil die den hochheilen. Und den Hexenmeister am besten eigentlich auch noch. Und dann eigentlich den Boss. Den Rest kann man so gut wie ignorieren. Man kann dieses Event übrigens alleine spielen. Also man braucht keine 10 Leute für das Event. Man kann es tatsächlich eigentlich auch alleine spielen und alleine gewinnen. Achso, das war nur ein Beispiel für den Waffenskill hochziehen. Achso, ja. Ja, ganz ehrlich. Ich brauche Streitkolben und ich brauche Schwerter. Mehr brauche ich nicht als Mensch. Weil das halt Sinn macht aufgrund meiner Spezialisierung als Mensch. Aber ja, dann stellt sich einfach mal... Du suchst dir einen Gegner, der gerade als Tank, der dich nicht töten kann. Selbst wenn du eine halbe Stunde eher auf dich einschlägt. Und dann skillst du einfach hoch und hittest ihn um. Und so machst du das automatisch. Das geht eigentlich... Sag mal, in 20 Minuten hast du von 0 auf 300 hochgezogen ohne Probleme. So. So, ich krieg gleich eine Leiste und dann müssen wir mal gucken. So. Streitroste der Menschen kontrollieren. So, hier haben wir's. Wir haben jetzt Ausrichtung ändern. Wir haben bewegen. Und wir haben, was haben wir noch? Ein sofortiger Schlag, der 3000 körperliche Schaden zufügt. Unbegrenzte Reichweite. Verringert 20 Sekunden lang den verursachten körperlichen Schaden von Ork-Figuren, die in einem Bereich von Schreitos... Oh, cool. Was kann ich denn... Hallo? Klingt, ich wollte gerade sagen, als Pferd kann ich doch dahin. So. Klingt prima. Die Lebensanzeige ist ein bisschen wenig. Aber vielleicht wird das tatsächlich sinnvoll. Angrenzende Felder. So, man muss nicht alle umhauen. Wichtig ist eigentlich, dass man die Heiler umhaut. Weil die halt die Figuren immer wieder hochheilen. Alles andere ist an und für sich erstmal recht irrelevant. Auch die Bauern eigentlich hier. Man muss ein bisschen was aus dem Weg räumen an Bauern, damit man durchkommt. Aber jetzt nicht so mega viel. Klingt prima. Sichert. So. Ich glaube, ich muss die Ausrichtung erst ändern. So, das hier ist ein Heiler. Vielleicht schaffe ich ihn. Ja, wobei, wird schwierig. Man darf nicht zu selbst. Ich werde von hinten noch gehittet. Notwendiges. Die Rädchen haben sich in Bewegung gesetzt. Eine durchschaubare Strategie. Ja. Okay, jetzt bin ich raus. Es läuft alles. Man kann sich dann den nächsten nehmen, der noch frei ist. Ja. Ohne nicht alles aus Plan. Aber der König ist schon fast hin. Hallo. Faszinierend. Ach, kann ich den? Ah, man kann nur einen übernehmen. Oh, schade. Uninteressant. Braucht ihr etwas? Ah. Vorsichtig. Klingt prima. Ja, man muss noch damit ausrichten. Aber der Boss ist tot. Also, das war's schon. Der König muss sterben. Also. Gibt bessere Figuren, gibt schlechtere Figuren. So, dann kann man aus der Figur wieder raus. Figur steuern kann weg. Und hier ist der Loot drin dementsprechend. Und hier haben wir Echo von Medivh übrigens. Mit Artiesh. Hallo. Wir würden gerne erneut spielen. So, und das war das Schach-Event eigentlich. So. Und jetzt gibt es da noch Lüth.
Das Heilerschild ist drin. So, geht weiter. Viel Spaß. Riker, danke. Ciao, ciao. Ja, nee, oder? Auch noch? Ja. Ich hab's sogar auf Prio. Alter, heute ist aber... Ich gebe einen aus am Ende. Fantastisch. Alter, Tankschwert. Königsverteidiger. Das beste Schwert, was ich momentan kriegen kann, ist drin. Alter. Und wir kommen auf 482 Verteidigungswertung damit und kommen auf eine Trefferwertung, die auch höher ist. Ha, holla. Das hat gemundet gerade. Thunderfree weg. Aber das ist es durchaus jetzt wert dann dementsprechend. So. So, neues Schwertchen haben wir auch noch gekriegt. Alter Verwalter. Hatte ich sogar auf Prio 1 gesetzt. Aber nicht schlecht. Heute mal Glück tatsächlich. Eine ID. Das war jetzt das vierte. Also ich habe mich einmal komplett ausgerüstet heute, mehr oder weniger. So. So, der haut richtig zu. Der Große. Ich habe fast meine Crit-Immunität. 8 Punkte fehlen mir jetzt noch zur Crit-Immunität. Die kriegen wir noch hin, wenn ich ein bisschen trickse. Die 8 Punkte, nicht 8%. So. Dann haben wir hier noch 2. Ich glaube, die können nicht so viel, dann kann man die ein bisschen zusammenziehen. Freut über die Milis. So, ich bastel mir bis zum nächsten Mal noch ein bisschen was, aber tatsächlich, also heute läuft's mit Items. Warte, die Waldfee. Keine Beschwerden zumindest von meiner Seite aus. So, dann stehen wir jetzt praktisch schon vor dem Endboss. Ich glaube, einmal Trash kommt noch. Ne, zweimal. Ich glaube, an der Seitenflügel gibt es noch eine Patrouille, wenn wir die gerade haben. Hier geht es zur Wendeltreppe hoch und dann sind wir beim Endboss. Endboss ist nicht Medivh, sondern ist ein Prinz Melchizar. So, hier läuft ab und zu Pat lang. Muss ein bisschen aufpassen. So, und hier ist nochmal ein Dicker. Und danach müsste schon der Endboss kommen, der Instanz. Dann sind wir auch schon durch. Wir haben allerdings noch Schemen haben wir noch stehen. Zusätzlich haben wir noch den Drachenboss stehen. Was haben wir noch stehen? Ich glaube, das war's. Und natürlich hier Nightban. So, und dann sind wir beim Endboss. So, irgendwo da rennt er durch die Gegend. Man weiß nicht, wo er ist. So dann, da ist er. Das ist der Endboss. Ist eigentlich ganz einfach. Der spawnt so Flammenelementare. Die landen auf dem Boden und machen einen AOE-Effekt.
Da muss man den ein bisschen wegtanken. Und zwischendrin muss man mal aus der Reichweite von ihm raus. Genau, zwischendrin ist man mal auf 1% HP und das kann nicht geheilt werden. Und da muss man dann schauen, dass man keinen Schaden kriegt, weil man hat nur 1 HP noch. Und deswegen darf man keinen Schaden in der Zeit kriegen. Aber das geht auch wieder weg. Das Schwert ist halt echt krass geil. Also Liandelle wird tanken und ich werde wahrscheinlich irgendwie mit Akro aufbauen, mal gucken. Je nachdem. Achttausend. What? Okay. So, dann geht's los. So, Thunderfury aufgrund des langsamen Zuhaus. Der Pull war nichts, ich konnte. aber sonst. Okay. So, 1%. Ja.
Kurz vor der Ecke hat's mich gerade zerrissen. Gut, das müssen wir normal machen. Ich war überrascht, dass das so schnell ging. Und dass es so weit weg steht. Also, dass ich so weit in die Ecke reinlaufen muss. Gerade. Aber als... Ja, ich bin relativ unwichtig in dem Kampf gerade. Achso, hier. Mich hat er gerade eine... Ich glaube, ein Schritt hat gefehlt bei mir. Ein Schritt. So, hier ist übrigens eins der Feuerdinger. Die kommen hier runter und die landen random. Also völlig... Er kann auch hier drin landen. So. Bei 60% kriegt er dann Äxte in die Hand, wo er dann ordentlich zuhaut. Das war nix. Das üben wir nochmal. So. Dimensionen stehen mir offen. 66%. Bei 60% gibt es dann die CDs. Da kommt wieder das nächste Ad. Kommt aber momentan alles so, dass es auch, also, dass man nicht move muss. Es könnte auch beim Tank landen, was dann doof wäre übrigens. Weil dann muss man sich bewegen. Aber so geht's eigentlich. Die Fläche ist auch recht groß, die mir zur Verfügung hat, deswegen. So. So, jetzt kommen die Schwerter und jetzt haut er richtig ordentlich zu. Deswegen muss er jetzt relativ schnell runtergehauen werden. Ja, es sind nur 3 Sekunden Unterschied. Okay. Also sobald man bei 1% Leben ist, sofort in die Ecke. So, das passt. Mana auch eigentlich noch völlig in Ordnung. Aber sollte auch liegen. Also es ist nicht so schwer. Hat ein bisschen was mit Glück auch zu tun, beziehungsweise kann auch richtig scheiße laufen, wenn ich jetzt hier am Boden liege, aber ja, an und für sich geht's eigentlich. Er ist ein bisschen high, also Mana-intensiv, der Boss. Wie könnt ihr hoffen, einer so überwältigenden Macht gewachsen zu sein? So, die Äxte, die hauen jetzt random auf irgendjemand ein, da muss man einfach gegenhalten, da kannst du nichts gegen tun. Könnte man übrigens auch nicht tanken, die Äxte. So, 24%. Ihr steht nicht nur vor Höllenbestie, hier kommt noch eine. Sondern vor den Legion, er kommt aber auch weit hinten. Muss er jetzt nicht stört erstmal. Und noch 17%. So sieht man zumindest mal den Kampf. Vor den Legionen, die ich befehlige. So, 8%. So, die verschwinden auch nach 3 Minuten, verschwinden die wieder. Die Feuerelementare. Alle Realitäten. Ja, das, was hier stand, ist weg. So, 5% noch. Mana geht ein bisschen runter, aber im Moment geht's noch. Und das war's. Und damit Kara an und für sich clear tatsächlich. Gibt 55 Ruf. Und ich habe dazu einen Beitrag geleistet, der war immer 3 Sekunden lang. Ich bin. So. Helm des gefallenen Verteidigers. So, man darf mich gerne aufheben. So, Ring der 1000 Male.
selber mal reingucken. Ah, und der Dolch ist drin. Da erinnere ich mich noch dran. Hatte ich tatsächlich auch damals. Das Ding. Das ist so ziemlich momentan das beste Item, was du kriegen kannst. Als, jetzt beispielsweise als Magier. Oh, dann 99 gewürfelt. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht machen wir noch einen Boss. Also ein bisschen Zeit haben wir eigentlich noch. Wir haben ja jetzt noch stehen. Wir haben momentan noch stehen. Nezzagrol und Aran Shemin haben wir glaube ich noch stehen. Und natürlich Nightban, aber den werden wir nicht mehr machen heute. Schrecken der Nacht. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Habe ich da irgendwie... Hier gibt es auch irgendwo eine Putt aus irgendeinem Gang. Da muss man ein bisschen aufpassen. Hier, da ist er doch gerade. Da ist er gerade. Das hier. Das pullt man ab und zu mal, wenn es ganz doof läuft. Das ist eine große Akku-Range. So, und dann gehen wir jetzt zurück. Dann machen wir noch Aran Shemin. So, hier wieder raus. Reparieren? Nee, müssen wir jetzt erstmal nicht. Sind zwar gestorben, aber die Rüstung wird es aushalten. So, liegt hier noch irgendwo so ein Buch rum? Also wir werden zuerst Aran machen. Also Aran Shemin macht halt einen Blizzard im ganzen Raum, der darf sich nicht erwischen lassen. Er macht unter einem einen Feuerkreis, das sieht man allerdings wirklich, diesen Feuerkreis. Wenn man den Feuerkreis hat, darf man sich nicht bewegen, sonst explodiert man im Feuerkreis. Und an und für sich war es das. Zwischendrin kommen noch Elementare an den Seiten, Wasserelementare werden beschworen, die man aber beispielsweise Shackle, glaube ich, kann, also in Shackle packen kann. Ich glaube, Bann geht auch, oder nur Bann, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich auch C10. Das geht. So, da ist er. So, und dann ziehen wir nochmal den ganzen Buffzeug nach. Ich sitze in der Tür. Seine sehr dicke Tür. Aber wir halten das aus, wir sind Hank. So, das hier nochmal, das hier nochmal. Was? Also unterbrechen. Habe ich irgendwas dabei? Nee.
So. Sieht ein bisschen Panne aus, aber okay. Ah ja, genau. Er zieht einen noch ran. Dann muss man schnell von ihm weglaufen. Ist allerdings geslowed. Aber er macht eine Arkanexplosion dann. Also da muss man schnell weg. Genau. Das war's, glaube ich. Das habe ich ja schon erklärt gehabt. Also. Schon ein bisschen aufwendiger, der Boss. Vor allem ist auch nicht tankbar. Er macht random Schaden. Also viel Schaden ist schon ein bisschen aufwendiger. Aufwendiger oder schwerer wie der Prinz zumindest. Wie der Endboss tatsächlich. So, dann, ja. Ah, beim Feuerring, egal was passiert, nicht bewegen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Bleibt fern von mir! Auf die 1 legen. So, hier in die Wand. Ab. Teufel!
Aber ich glaube, man muss so nur bis... Also ich bin, glaube ich, sogar ein kleiner... Also man muss nicht ganz an die Wand. Aber... Ketten aus Eis. Aber. Okay, irgendeiner ist in Feuerkranz, glaube ich, bewegt. Aber gar nicht schlecht. Ich glaube, wir müssen auch reinlaufen. Okay, schade, aber ich glaube 40% haben wir es geschafft, weil da die Ads kamen, gar nicht so schlecht. Es ist dann jemand im Feuerkreis hat sich bewegt und das, ja, hat alles gesprengt. Und ich muss mir mein Zeug anders da umlegen. Und zweimal auch, oder dreimal sogar, oder viermal, ich weiß gar nicht genau. Das Kick ein bisschen vergeigt, aber das ist nicht so schlimm. Jo. So, sonst ist es eigentlich ganz gut gepasst. Das ist mit Feuerkranz, darf sich ja niemand bewegen. Wenn sich da einer bewegt, stirbt die ganze Gruppe aufgrund des massiven AOE-Schadens. Aber sonst ging's eigentlich. Ah, ein Jäger. Yay. Ich bin jetzt eh schon meinen Stuhl reingeklebt, von dem her ist es egal. So, also bis 23 Uhr machen wir notfalls. Tatsächlich, mir ist es relativ egal, wie lange wir heute machen. Ich habe allerdings Angst aufzustehen, weil ich glaube, ich werde diesen Stuhl nicht mehr verlassen können heute. Es ist echt warm, ich habe den Ventilator heute nicht da, weil ich gedacht habe, es geht. Aber es ist jetzt doch echt richtig, richtig heiß geworden. Der Jäger hilft natürlich hier sehr, muss man sagen. So. Der Weg ist recht weit, auf jeden Fall. So, ist übrigens sinnvoller, Thunderfree in die andere Hand zu nehmen, beziehungsweise eigentlich vielleicht sogar noch anders. Ja, wobei, so ist fast sinnvoller. Das so zu haben mit Thunderfree noch in der Hand, weil das immer noch ein bisschen, ja, den Effekt zumindest... Oh, hier muss man aufpassen. So. Ist geil, wenn man so schnell läuft.
Ich wäre so gern Jäger. So, einmal noch abbiegen. Da ist er. Sobald man Aran weg kann, kann man sich auch wieder hin teleportieren lassen. Schuhe. Wo ist denn das? Ach, besser. Das C3 sah halt echt geil aus, aber... Ja. Liegt jetzt dann as a call. Bis Stringet it für Mage. So, Nessakroll, droppt der irgendwas Sinnvolles? Schultern mit Verteidigungswerten von 23. Mit Glück und ein Schwertchen. Ja, irgendwas ist gerade gestorben. Ich habe gerade einen Ruf beim violetten Auge bekommen. Das macht mir Sorgen. So, sind wir eigentlich beim violetten Auge wohlwollend geworden? Nee. Glaub nicht ganz. Da! Ganz knapp. Also wir müssen noch einen. Wir müssen noch. Aran müssen wir noch töten. Danach wäre ich tatsächlich bereits wohlwollend beim violetten Auge. So. Letztes Mal Buffhut. Wo ich mir eigentlich die Rüstung fast sparen kann, weil man wird nicht gehittet. Das kann man echt sparen. Das ist Zauberschaden, der kommt. Das bringt nicht mal was. Wir nehmen ein kleines. Das hier kann auch weg. Irgendwann habe ich auch einen Taschenplatz wieder freigeräumt. Kriegt das hier. Rolle der Stärke können wir. Rolle der Stärke können wir noch nehmen. Und pack erstmal das hier hin. Angesenkte Seile. So, dann probieren wir es nochmal. Also, wenn keiner gemoved wäre im Feuer, sah es eigentlich ganz gut aus, das Ganze. Ruf raus. Mehr Leben ist immer gut. Und dann geht's los. Er kann eh nicht, also man kann nicht. Eine Explosion. Diesmal sehr früh. Gegensatz zum letzten Mal. So, Feuerball. Wo will er denn hin? Aber. Blizzard. Aber diesmal ist er auch move-freundlich. Ab. Mich nicht bewegen, ich komme nicht ran. So, hier.
3000 Feuerschaden. Als Tanks überlebt man das. So, nicht bewegen. Kriegen wir hin. So, jetzt darf man sich wieder bewegen. Ab. 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 So, weglaufen. Aber ich habe meine eigenen Kräfte. Ab. Ein Blizzard. Da hinten. Kann nichts machen, bin gefrostet. Dieser geprügelte Hund hat immer noch Zähne. Quält mich nicht länger. Oh ja, und ganz schön zu. Ich will, dass dieser alte Raum vorbei ist. Okay, das ist so normal. Wenn der einen so eine Eisgrab reinpackt, kann man das dispellen irgendwie? Ja, da war ich nämlich drin gesessen. Ne, ich hätte sonst die Ads schneller einsammeln können. Welches Mark wäre das dann?
Ja, dann baue, lass, also ich mache minimal Schaden, dann ziehe ich ein Schild, dann kann ich trotzdem mit kicken, mit Schild und kann Akku aufbauen. Mach minimal Schaden, dann ist es relativ irrelevant. So, dann ziehen wir uns mal wieder um. Jetzt zeigen natürlich 2 Milliarden neue Items, aber wir haben ja ein bisschen Zeit, die wir dann hier anziehen können. So. So, das war, glaube ich, alles, was wir neu hatten. So, das heißt, ich werde den Boss hängen, wenn er gekickt wird, dass er nicht rumrennt wie blöde die ganze Zeit, was wir gerade hatten. Und dann werde ich mir die Ads schnappen. Danach. Also müsste das soweit passen. Ah, guck mal, Jäger ist wieder da. Sehr schön. Und dann gucken wir mal. Also es lief ganz gut. Die Ads sind dann eh verschwunden. Die Ads hauen ordentlich zu. Ich kann auf jeden Fall, Zauberreflexion ist da auf jeden Fall angebracht. Ich habe ein bisschen zu spät eingesetzt. Aber das kann man auf jeden Fall gut machen. Und... ja, sonst einfach Heiltrank nehmen. GS habe ich auch noch. Kriegen wir schon irgendwie hin. Und die verschwinden nach einer gewissen Zeit eh wieder, die Ads. Aber man sieht schon, der ist ein bisschen schwieriger. Also, vor allem halt Koordination ist da echt gefragt. Ja, Schadensreduktion kicken. So, gucken wir mal, wie es läuft. Sach, der liegt. Am Ende hätte man jetzt runterspielen können, weil es wäre nicht mehr viel gekommen, aber es war kein Damage mehr da. Ich mache selber keinen Damage. Dafür fehlt mir jetzt... ich habe nicht mal Equipment dabei für Furor. Auch ein bisschen was habe ich ja mittlerweile, aber... ja. So. Dann mache ich das, was ich am besten kann. Aggro aufbauen. Alles andere ist eh relativ sinnfrei, leider. So. Und kicken. 12 Sekunden. Wie viel Ablenkzeit hat eigentlich das hier? 10 Sekunden. Ja, okay, ich habe 2 Sekunden mehr Ablenkzeit auf Schildhieb wie jetzt auf dem Faustschlag. Aber gut. Das geht eigentlich. Weil daran ist es zumindest auch nicht gescheitert, muss man sagen. Aber, ja, mal gucken. 250 wird wahrscheinlich der letzte Try werden, sowieso. So. Guck mal, Befehlsruf am besten auch aufrechterhalten. Das Befehlsruf ist nur das Problem, dass wenige in Range sind, die den überhaupt abkriegen. Was hat das überhaupt für eine Range? 20 Meter, eigentlich recht groß. Danke. Dann los. Ich
Ich habe noch Ablenkzeit. Habe. Noch keine Explosion. Aber ich habe meine eigenen Kräfte. Ich will, dass dieser Albtraum vorbei ist. War das Sample? Okay, 46. Kann ich den spotten? Oh ne, spotten. Ich werde euch alle eintrainieren. Ab. Habe. 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 Und tot. Sehr schön. Sehr schön. Doch noch geschafft. Ja, besser. Jetzt ging auch besser. So, es ist drin. Trefferwertung, Angriffskraft, Rücken und das in Schildchen geführte. 20 Gold Verkaufspreis. Holla, die Waldfee. Wie denn aus? Oh Gott, wie niedlich. Aber Aranchem auch geschafft. Sehr schön. Einer der schwereren Bosse tatsächlich. Lief doch ganz gut. Zumindest die Ads hatte ich dauerhaft auf mir, die beiden, die ich gebraucht habe. Movement auch. Also ich habe mich nicht bewegt. Alles super. Ah, dann machen wir noch Nessacrawl ein.
So. Und dann. Ein Try auf Nethercrawl, danach ist Ende. Schon zum nächsten. Gib gerade die Bosserklärung. So, da ist der nächste Boss. Also, ich muss mich mit den roten Stahl einstellen, allerdings erst als Nummer 2. Liandella wird anfangen. Kriegen wir hin. So, hier hat man über... Oder hier sieht man ab und zu hier durch die Gegend laufen. Ist ein Drache, der klieft nach vorne, der hat einen Schwanzschlag auch wieder. Zusätzlich hat er einen Atem, also der ist schon ein bisschen schwerer auch, der Boss. Einer der etwas unangenehmeren. Und danach wären wir tatsächlich eigentlich durch mit allem. Bis auf Nightman. Ja, also ich stelle mich jetzt in Grün rein die ganze Zeit und dann bei Phase 2 übernehme ich Rot. Ja. So, also ich stelle mich jetzt in Grün rein, nehme Grün auf mich, weil das irgendwie die Heilung reduziert, die man wirkt.
was natürlich bei mir irrelevant ist. Und danach nehme ich den roten Strahl in der zweiten Phase, wenn einmal die Phase abgebrochen ist. Das sieht man. Okay, Sonderaufgabe für Guybrush. So, dann... Jo. Seite. Also ich... So. Grüner Strahl kriegt man hin. Was hat er für eine Akku-Range? Eine nicht... Oh, eine nicht allzu... Ja, doch. Ist grün. Da ist grün. So, ich habe grün. Aus dem Walkzone. Ich weiß nicht, ob ich zu viel oder woran es genau lag. Und was?
Schade. Linder Schaden um 6% verringert, Verteidigung um 35% erhöht, Gesundheit um 21.000 erhöht. Bei wie viel von den Roten muss ich dann raus, immer grob? Okay. Ja, kriegen wir irgendwann. Ich glaube, ich war zu lang draußen vielleicht. 5 Meter. So, und dann letzter Try und dann gucken wir mal, was passiert. Ich sehe dieses grüne Portal nur nicht.
So, jetzt wird gewächst. Ja, dann noch Akro. So. Nessa-Erschöpfung. So. Gut, dass ihr da, ich hatte noch Akku von ihm. Gut, dass ihr da vorne geparkt habt, glaube ich. So. Jetzt mal ohne Scheiß. Bin ich farbenblind? Ich sehe das grüne Portal nicht. Ich bin eigentlich nicht farbenblind. Ist ja nicht da. Ah, es kommt immer nur spät. So. So, ich habe grün auf mir. Keine Akku. Jetzt hab ich. Ich hab rot hab ich. Doch! Sehr schön. Verteidigung. Okay, ich bin dann ausgerüstet. Ich gehe dann wieder. Alter. Danke. Okay. Ja, komplett ausgerüstet. Ja, Nightband steht nur noch. Geil. Und Mausu91, vielen herzlichen Dank fürs Follow. Und ich bin komplett ausgerüstet worden. Ich habe 5 Items, glaube ich, gekriegt. Ich müsste jetzt nochmal nachziehen. Ich glaube, es waren 5 Tank-Items. Alter. Crit-Immun sind wir auch gleich. 84, das kriegen wir noch hin. Alter Verwalter. Sehr, sehr schön. Ein sehr langer Raid, aber ein sehr krasser Raid. Und, ja. Absolut krank. So, YouTube-Folge aus. Vielen Dank. Gefällt mir da lassen, abonnieren, falls noch nicht abonniert. Und ich bin erstmal bei YouTube raus.